Willkommen zu Over and Mike, unserem neuen MMA-Podcast. Ich bin hier mit Kevin, meinem guten Freund, mit dem ich seit mittlerweile 8 Jahren die Liebe zum Kampfsport teile und der sich jetzt mit mir zusammengesetzt hat, um einen Podcast zu machen rund ums Thema MMA, wo wir unsere Analysen, Picks und Predictions sowie einfach die übliche Bro-Science zum Besten geben. Damit muss ich erstmal einsteigen und sagen, erstmal fetter Anfang auf jeden Fall jetzt hier von dir. Ja, wie gesagt, schon seit 8 Jahren kennen wir uns jetzt schon, haben am Anfang sogar zusammen in einem Verein trainiert. Ne? Gibt es auch die ein oder andere witzige Geschichte zu, würde ich sagen. Ja, Mann, definitiv. Das alles aber auf jeden Fall zu einem anderen Zeitpunkt oder anderen Podcast. Ja, heute haben wir ein spezielles Thema, womit wir einsteigen möchten in die Podcast-Welt. Und zuallererst wird es diesen Podcast natürlich nur auf YouTube geben, bis wir die ganzen Sachen geklärt haben, wie man auf Spotify den Podcast veröffentlichen kann. Dann wird aber alles auf jeden Fall da noch nachgeholt und auch hochgeladen, damit man das auch auf der Arbeit, beim Kacken oder bei anderen Aktivitäten hören kann. Selbstredend, so wie man es mit den üblichen Podcasts auch macht, die man sich so gibt. Selbstverständlich fangen wir an mit dem großen Main Event am Wochenende, UFC 249. Lange haben wir darauf gewartet, lang mussten wir darauf warten. Nicht wahr? Verschoben wurde es vom, wie war das Datum? Ich glaube am 19. April sollte ursprünglich das Event steigen. Ja, nur circa. Jetzt fast ein Monat verschoben worden, ja. Das Warten hat sich vielleicht gelohnt. Wir sind gespannt, was letzten Endes dabei rumkommt. Die Kämpfer hatten einige Wochen mehr Zeit, sich vorzubereiten. Gut oder schlecht, zum Beispiel Tony Ferguson, der einen zweiten Weight Cut praktisch durchgemacht hat, weil er zweimal die Waage gemacht hat, wie du bestimmt mitbekommen hast. Ja. Wie sich das letzten Endes auswirken wird, besprechen wir natürlich später. Aber dazu muss man sagen, da hatte ich auch eine witzige Theorie zugehört, und zwar von Daniel Cormier war das sogar, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, und zwar hat der gesagt, das war eine reine mentale Sache. Er wollte den Leuten nur zeigen, dass er das Gewicht wirklich machen kann. Ne? Ja, ich denke auch, dass das nicht allzu schlimm ist. Ich habe nämlich heute noch, ich weiß nicht wo, ich glaube auch, bei Believe You Me haben sie drüber gesprochen, Michael Bispings Podcast, dass Tony Ferguson, es war Charles Sonnen, dass Tony Ferguson früher als Ringer wöchentlich seine Weightcuts gemacht hat und jedes Wochenende gekämpft hat, dass er und sein Körper bereits daran gewöhnt sind, öfters diese Prozedur durchzumachen, das ganze Ausschwitzen und seinen Körper diesen Extrembedingungen zu stellen. Und dass das Ganze vielleicht gar nicht so ein großer Nachteil ist, wie die Leute ihm jetzt zusprechen. Und das verbunden mit diesem psychologischen Faktor könnte Daniel Cormier recht haben. Gebe ich euch beiden. Das, du musst auch mal so sehen, indem er jetzt schon sozusagen gecuttet hat, ne, hat er jetzt zu dem nächsten Weight Cut gar nicht mehr so viel zu cutten wie davor. Ne? Also er hat jetzt schon ein, ich sag mal, niedriges Gewicht jetzt schon am Start, ne? Geht schön low rein, muss nicht viel cutten, sprich die Vorbereitung ist eigentlich für ihn viel besser als dieses normale Cutten, was man sonst macht, ne? Dieses von heute auf morgen. Ja. Definitiv, auf Instagram verfolge ich immer wieder seine Stories und sein Training sieht im Vergleich, vor allem jetzt in der letzten Woche, in der Fight Week, sieht sein Training im Vergleich zu den meisten anderen Kämpfern so entspannt aus, eine ruhige Runde joggen gehen, mit der Familie Zeit verbringen. Ist es nicht dieses Hektische, dieses Angespannte, wie man sonst meistens von den Kämpfern kennt, auch wenn sie versuchen, die Maske der Unantastbarkeit dazwischen drüber zu legen. Tony Ferguson macht auf mich den Eindruck, dass er sehr entspannt ist, dass es ihm sehr gut geht körperlich und dass er mehr als bereit ist für den Kampf, für die Schlacht, für die anstehende mit Justin Gaethje. Denke ich auch auf jeden Fall. Möchtest du direkt jetzt ein Main-Event einsteigen oder sollen wir bei den Prelims anfangen? Ich würde sagen bei den Prelims, weil da haben wir mit dieser Superkarte ja sowieso schon genug zu besprechen für den Anfang. Man kann ja hier auf jeden Fall sagen, dass die Prelim-Karte, ja, die Undercard, könnte eigentlich eine eigene Main-Card schon sein. Kevin, diese Karte ist so, als ob du dir bei UFC bei eigenen Events selber erstellen, ein Event zusammengewürfelt genau, hast. Genau, so habe ich auch schon gedacht. Original, ja. Das ist echt, das Event ist extrem stark, ne? Muss man sagen. Extrem stark. Absoluter Fanservice. Ich stehe drauf, 3 Events in einer Woche, technisch gesehen 8 Tage, aber 3 Events in einer Woche, ich meine, was kann man sich mehr wünschen? Warten wir mal auf Fight Island ab, ne? Da bin ich auch auf jeden Fall drauf gespannt, ne? Geht auch bald am Start, habe ich gehört. Da war auch direkt das Erste, was wir gerade vor dem Podcast noch kurz besprochen hatten, bevor wir vielleicht dann auf die Karte beginnen einzugehen. Auf Fight Island
Gibt es jetzt Rumore darüber, dass dort einer der ersten Kämpfe Conor McGregor gegen Jorge Masvidal um den BMF-Titel sein soll? Und das wäre verdammten, das wäre ein guter Weg, das wäre ein guter Weg, Fight Island zu eröffnen in meinen Augen. Tatsache, also muss man, kann man ja sagen, was man will. Also Khabib hat jetzt gerade sogar noch getweetet, nee, auf Instagram gepostet, glaube ich, dass es ihm auf die Nerven geht, dass alle gerade über ihn reden. Ja. Er ist Ende Mai, nach Ramadan macht er sich direkt fit und wäre dann Juli, Juni bereit zu kämpfen. Ne? Tony Ferguson hat auch schon geantwortet, wie man es von ihm erwartet. Der ist noch nicht mal fertig mit seinem Kampf jetzt. Und hat schon geschrieben, dass, dass er und McNugget sich doch selber das können. Und dass er um den richtigen Titel kämpft, dass es seine dritte Titelverteidigung mittlerweile ist, den richtigen Gürtel. Und dass er auf beide scheißt. Ganz ehrlich, gut für ihn, Mann. Finde ich gut. Tony ist in meinen Augen der echte Champion. Guck dir seine Streak an. Ich meine, Khabibs Siegesserie ist natürlich, ist sogar länger, ja, keine Frage, beeindruckend. Ich weiß nicht, aber in meinen Augen wurde Tony so oft betrogen, in Anführungszeichen, um den Titel, dass er in meinen Augen es mehr als verdient hätte, als wahre Champion betitelt zu werden. Beide haben es auf jeden Fall, wobei ich muss sagen, es gibt tatsächlich einen Kampf in Khabib seiner Karriere, wo ich sagen würde, dass da aus meiner Sicht sogar ein Unentschieden hätte gewertet werden müssen als ein Sieg. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Kampf das war. Den hat er ganz, ganz knapp nach Punkten auch nur gewonnen. Ja, und da hätte man auf jeden Fall beide Seiten geben können. Also so makellos, wie es gezeigt wird, ist es eigentlich gar nicht, ja. Ich bin sowieso der Meinung, ehrlich gesagt, dass Khabib nicht überschätzt ist, aber dass man ihn ein bisschen zu sehr in den Himmel lobt. Ich meine, sein Wrestling ist ohne Frage unantastbar. Das ist makellos für in seiner Gewichtsklasse, sehe ich keinen besseren Wrestler momentan. Aber im Striking gegen Dustin Poirier hatte sich in tiefe Gewässer begeben zwischendurch. Conor McGregor Striking konnte er mit seinem Wrestling und dem psychologischen Spielen ganz gut isolieren. Aber auch Al Iaquinta hat ihm Probleme gemacht. Edson Barbosa Striking hat er nicht, da hat er sich nicht testen lassen. Ja. Genau, da ging es nur auf den Boden. Khabib ist anfällig, der ist nicht der beste Kickboxer und das könnte ein Problem für ihn werden, wenn er sowohl Justin Gaethje als auch Tony Ferguson gegenübertritt. Hier muss man jetzt auch ganz klar sagen, dass er hat ja selber zugegeben in einem Interview, dass Poirier ihn schon in diesem Choke hatte, in dem Rear Naked war es ja, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig entsinne. Und da hat er gesagt, er war schon ziemlich feste. Also hätte da Poirier noch ein bisschen mehr Kraft gehabt, ein bisschen mehr Luft gehabt, hätte das Ding da wirklich enden können. Und jetzt muss man sagen, dass Ferguson auf jeden Fall ein, würde ich sagen, stärkerer Bodenkämpfer ist. Er ist Black Belt unter Eddie Bravo. Dass er ein stärkerer Bodenkämpfer ist als ein Poirier und dass ich da denke schon, dass es da auch für Khabib auf dem Boden Probleme geben könnte. Muss jetzt nicht sein, definitiv. Kann aber passieren. Ne? Weil du musst dir mal vorstellen, Poirier ist halt nicht voraussehbar als Kämpfer, aber wenn man das jetzt so sieht, ist Tony Ferguson ist halt, der ist crazy, ja. Der schmeißt Sachen, womit du gar nicht rechnest, weißt du, also in einem Moment steht er vor dir, in einem anderen Moment macht er auf einmal so einen Flickflack auf den Boden und du liegst da runter auf einmal, weißt du? So, der macht Sachen, da rechnest du nicht mit. So, und da kann ich mir schon vorstellen, dass er diesen Moment irgendwann mal ausnutzt, ja? Und Khabib in irgendeinen komischen Submission reinbekommt und vielleicht dadurch auch eine Kette an Submissions raushaut, weißt du, was ich meine? Wir haben schon drüber gesprochen, Mann. Stell dir mal vor, du trainierst dein ganzes Leben, du bringst so viele Opfer, du bist in der fucking UFC, du freust dich so sehr, Mann. Scheiße, ja, du hast es endlich geschafft, ne? Du kämpfst, du gewinnst. Und dann kämpfst du gegen Tony Ferguson, verteidigst deinen Titel und du knockst ihn an, der geht zu Boden. Und du weißt, okay, in den meisten Fällen habe ich jetzt gewonnen, du schmeißt dich auf ihn. Aber du weißt, bei Tony Ferguson, diesem kranken Wichser, bringt das überhaupt nichts. Wenn du den einmal angenockt hast, ist das dein Todesurteil, Digga. Du stehst da und der springt mit einer Rolle auf deine Beine los. Wie fühlst du dich in diesem Moment, Digga? Das ist vorbei doch. Ja, das habe ich auch letztens als Kommentar gesehen. Ja. Für Tony Ferguson geht der Kampf erst los, wenn er angenockt worden ist. Ey, es ist leider, was heißt leider? Es ist so. Zum Glück, das macht all seine Kämpfe so unglaublich interessant und spannend zu gucken. Ich hätte auch absoluter gerne damals Fan. Den Kampf zwischen ihm und Cerrone weiter, also ohne diesen Abbruch gesehen, ja. Da hat Cerrone leider diesen Anfängerfehler gemacht, da hat er selber zugegeben. Den Kampf hätte ich echt gerne weitergeschaut. Echt wirklich. Das war ein spannender Kampf. Muss man sagen. Ultra spannend. Ich weiß, da muss ich sagen, das war richtig geil. Da war ich gerade in Thailand.
Ich hatte den Kampf live leider verpasst, aber ich lag am nächsten Morgen in so einem Beanbag draußen im Garten in der Sonne, ein Cocktail in der Hand und habe mit einem Freund zusammen auf dem Handy den Kampf geguckt. Und das Feeling war absolut unvergleichlich. Es war geil. Und ich dachte wirklich, dass Tony verliert, als er nach dem Buzzer dann noch den letzten Schlag gelandet hat, dass er disqualifiziert wird. Glücklicherweise nicht. Ich bin, wie gesagt, eher auf der Seite Tonys. Jedoch wurde der Sieg mir dann ein wenig versaut, weil Henry Cejudo auf der gleichen Karte später gegen Marlon Morales gewonnen hat. Und Henry Cejudo, ich kann ihm nichts abgewinnen. Er macht seinen Job gut für ihn, seine Promo. Das Ding ist, guck mal, er ist wie Colby Covington, weißt du, was ich meine? So absolut legitimer, er ist nerviger Kämpfer, ne? Aber die Charaktere sind einfach so ekelhaft. So, du guckst ihm beim Kampf nur zu, um zu sehen, in der Hoffnung, der kriegt heute auf die Fresse. Weißt du, so dieses Karma-Ding, so, weißt du? Du bist so ekelhaft in den Aufbau zum Kampf, du bist ekelhaft in der Promo, du bist richtig ekelhaft in allen Sachen und dann guckst du den Kampf und denkst dir, hoffentlich kriegst du heute aufs Maul und genau er gewinnt dann. Weißt du, was ich meine? Genau er gewinnt dann. Colby ist das beste Beispiel. Du hast also definitiv recht, aber Colby ist mir sympathischer. Colby, ja. Ich weiß nicht, der scheißt nicht mehr so rein mit so schwulen Sachen. Ich weiß nicht, können wir sowas hier sagen? Ich weiß. Auf jeden Fall, ja. Der übertreibt mir zu sehr, Mann. Mit seinem King of Cringe, Triple C, mit seiner Goldmedaille. Ich verstehe, dass es irgendwo seine Masche ist, aber. Was ich halt nicht verstehe, Louise. Ist mal Real Talk. Ne? Ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, Colby Covington ist absolut unsympathisch, ja. Aber was du ihn nicht abreden kannst, dieser Typ ist ein legitimer Motherfucker. Der Typ hat gegen einen Kamaru Usman, ich glaube, 3 Runden mit einem gebrochenen Kiefer gekämpft. Und die meisten, die einen gebrochenen Kiefer haben, oder die Leute, die schon mal hatten, Digga, die wissen, okay, das ist der Zeitpunkt, wo ich sage, tschüss, ne, ich mach nicht mehr. Dann ist halt entweder du gehst K.O. oder du willst abbrechen, eins von beiden, ne. Aber der Typ hat einfach gesagt, jo, scheiß drauf, ich zieh das Ding jetzt hier so lange durch, wie ich kann. Und hat halt echt bis zur letzten Runde gekämpft, ja. Kein Zweifel, das ist Kämpferherz. Und sag mir, hattest du schon mal einen gebrochenen Kiefer? Dank Gottes nein. Ich habe einmal kurz gedacht, dass er gebrochen ist. Als du mit mir Sparring gemacht hast, ne? Ach, das waren immer die leichten Sessions zu spielen, davon rede ich gar nicht. Nein, there we go. Ja, sprich weiter, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Tatsächlich nein, aber ich hatte einmal das Gefühl, während des Sparrings habe ich einmal kurz, kennst du das, wenn du so ein bisschen Luft atmen möchtest, durch diese, du kannst nicht mehr durch die Nase atmen, weil es schon ein bisschen schwerer geworden ist mittlerweile, die Kondition ist weg und du kämpfst durch Sparring, weißt du, und du machst so einen großen Luftschnapper und genau in dem Moment habe ich so einen Haken kassiert, so bumm. Und dann dachte ich erstmal so, jetzt durch, Alter. Und ich dachte so, scheiße. Glücklicherweise nein. Weißt du, schwer? Kenne ich ihn? Weiß ich gerade gar nicht. Es war eine Factory, war das tatsächlich. Wer war das denn? Ich glaube, einer von aus. Also, es waren Sparringsgäste aus Wuppertal, glaube ich. Ich glaube, einer von denen war das. Also, wenn ich mir jetzt nicht richtig erinnere. Deswegen, okay, mittlerweile habe ich so viele Sparring-Einheiten gehabt. Weißt du, du kannst dich immer nicht mehr so an alle so richtig erinnern, weißt du. So jede Einheit hatte was Besonderes. Aber du kannst dich immer erinnern, mit wem es war oder wann es war, weißt du. Zu viel Gegenkopf. Ich erinnere mich immer nur. Ja, du hast recht, Digga. Ich erinnere mich auch nur an die Male, wo ich richtig auf die Fresse bekommen habe. Die anderen Male sind vorbei. Speaking of mit dem Kiefer, da hatte ich dir letztens die Geschichte erzählt, wo ich beim Kickboxen von meiner Universität mit diesem einen blonden Mädchen gekämpft habe, ja. Schöne Frau, sieht aus wie Holly Holm von der Statur, groß, bildschönes Gesicht, ich habe dir ein Bild geschickt. Keine Zweifel, ein gut aussehendes Mädchen. Ich hatte natürlich keine Ausdauer mehr bei der Sparringsrunde am Ende und dachte, gegen sie kann ich vielleicht ein wenig Luft schnappen. Es war wie gesagt ein Universitätssport und die meisten Leute, die da teilgenommen haben, haben noch nie vorher Kickboxen gemacht und wollten sich einfach nur ein bisschen fit halten oder einfach mal ein bisschen lernen und ein bisschen in den Sport hineinkommen. Ey, aber ich schwöre, dieses Mädchen, ich habe mit den allen Sparring gemacht und die hat mir, hätte die ein paar Kilo mehr drauf, die hätte mir den scheiß Kiefer gebrochen. Ich atme genau wie du es gerade beschrieben hast, mit offenem Mund schwer, hab meine Deckung sloppy, nur ungefähr auf Brusthöhe. Auf einmal zieht die mir einen Haken rein, ne? Aber ich verstehe, dass sich Frauen manchmal beweisen wollen beim Sparring, weil die nicht ernst genommen werden oder so.
Aber ich meine, verstehe auch mal unsere Situation so. Du willst ja auch nicht eine Frau schlagen beim Sparring so wirklich. Ich meine, klar, sie meldet sich zum Sport an, aber ich weiß nicht. Irgendwie ist da diese Hemmschwelle, Mann. Ich kann es nicht. Es ist wahrscheinlich unprofessionell, aber ich kann es einfach nicht. Und da habe ich den Preis für bezahlt. Ich muss sagen, es kommt drauf an, wie eine Frau mir persönlich gegenübertritt, weißt du? Wenn die dir vorher einen Korb gibt, schlägst du die? Auf jeden Fall. Cheers to that, darauf trinke ich. Nein, also ich muss sagen, ich hatte jetzt schon einige Einheiten sogar mit Frauen, ja. Und manche waren halt, die haben es halt mehr. Sorry, Mann, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich die Cam hier anhabe. Ich schneide es nicht rein, alles Gucci. Ich bin gerade gar nicht klar gekommen. Ich hatte schon die eine oder andere Einheit tatsächlich, aber. Es kommt immer auf die Frau an, weißt du? Zum Beispiel, ich hatte einmal eine, die war, glaube ich, aus Ennepetal, wenn ich mich richtig entsinne. Und die war, krank unsympathisch. Krank unsympathisch, Eve, muss ich wirklich sagen. Ja, ich habe die machen lassen. Ich bin immer so einer, ne, ich denke mal, bist du auch mittlerweile so beim Sparring, du lässt halt die Leute, wo du merkst, sie haben nicht diese Erfahrung, lässt so ein bisschen arbeiten, damit die halt, ne, dieses Gefühl für Sparring selber merken und kennenlernen, weißt du? Und ich habe sie machen lassen und sie dann so richtig patzig zu mir, ja, sag mal, willst du nichts machen? Heb mal die Deckung hoch und sowas. Und ich gucke sie an und ich sage so, ey, guck mal, ich mache den Sport jetzt schon eine Zeit lang. So, ich mach einfach dein Ding, so, ich lasse deins machen, so, weißt du? Und weil sie dann wirklich so unsympathisch wurde und weil ich dann auch so einen Spruch gedrückt habe, wurde sie auch noch fester im, also von der Kraft her, weißt du? Ich sag mir so, ey, wenn du jetzt ein Junge wärst, so, ich würde richtig mit dir so eine richtig kranke Einheit durchziehen, aber das kannst du nicht bringen bei Frauen, weißt du, was ich meine? Also, kannst du nicht bringen, ja. Also jetzt bei Frauen, die Profikämpferin sind, vielleicht ja, weil die halt davon leben und die kennen es, aber... Junge, weil die uns doch kaputt hauen würden. Ich stell vor, so eine Michelle Watson haut dich kaputt, Alter. Ich wechsle das Team danach. Nein, ich mache nur Spaß. Aber sag mir, das Mädchen, von der du sprichst, war die blond? Relativ groß und blond? Ja, ja. Eve. Ja, Mann, die ist. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. An sich ein sehr nettes Mädchen. Kein Name-Dropping, ne? Also, nein, Mann, ja, Mann. Ja, ja, das ist auch nicht ihr echter Name. Aber mit der erinnere ich mich auch, mit der habe ich auch immer Sparring gemacht. Und die hat auch zu mir gesagt, nämlich genau das gleiche wie zu dir. Ja, hau mich doch mal richtig und so, ne? Just im nächsten Moment wirft sie einen Kick auf mich. Ich fange den und gebe ihn recht ins Gesicht. Ich weiß noch nicht, wie lange sie da dabei war, aber sie dreht sich zur Seite, macht die Handschuhe vors Gesicht und guckt mich richtig entgeistert an. So richtig geschockt, warum ich sie gerade geboxt habe. Keine Ahnung, das war das... Guck mal, nicht das einzige Mal, aber das letzte Mal, dass ich eine Folge beim Sparring gehabt habe. Ich muss auch sagen, guck mal, es gab auch tatsächlich Frauen wirklich, die schon technisch was drauf hatten, ne? Aber ja, das ist halt leider immer so, dass, ja, ey, ich sehe jetzt schon die ganzen Feministen auf dieses Video reagieren, Alter. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Männer haben ja einfach eine natürliche Kraft schon von vornherein, verstehst du? Junge, halt, wir verscherzen uns im ersten Podcast direkt. Digga, wir choppen schon mal rein, ne? Also, ja, Mann, aber du... Frauen oder so, ne? Frauen können den Sport machen, ich finde das völlig legitim. Ich meine, ich bin jetzt hier keiner, der sagt, die dürfen das nicht machen. Es gibt so den einen oder anderen UFC-Kämpfer, der so auf Twitter postet, ja, dass Frauen keine MMA machen sollten. Also Bruder, nein, 22, jeder soll das machen, was er will. Rechtfertige dich nicht. Du hast den Punkt gut drüber. Du hast recht. Ne? Du hast recht. Sprich weiter. Ja, aber wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, wie eine Frau mir entgegentritt beim Sparring, weißt du, so. Oder allgemein, wie man mir gegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie viele Einheiten hatte ich auch schon mit Männern, ja? Wo ich zu den Leuten sage, komm, ey, wir machen jetzt eine lockere Runde. Ich habe jetzt schon ein paar Runden hinter mir, lass eine lockere Runde machen. Und der Typ nutzt das eiskalt aus, dass ich schon richtig im Arsch bin. Also auf die Fresse zu haben, weißt du? Und ich denke mir so, Bruder, ich habe dir doch gerade noch gesagt, lass eine Runde locker machen, so, warum willst du jetzt so übertreiben, weißt du? Und das Ding ist, diese Leute sind dann immer so erstaunt, wenn du auf einmal so ein bisschen das Tempo anhebst, ne, ein bisschen über deren Tempo gehst und dann auf einmal so, ja, ey, du hast doch gesagt, lass locker machen. Ja, natürlich. Digga, das war in meinem alten Verein, wie gesagt, kein Name-Dropping mehr. Das war in meinem alten Verein. Weil, du weißt ja, ich bin auch im Schwergewicht. Er hat immer zu mir gesagt, weil in meinem alten Verein gab es nicht so viele Schwergewichte. Bei jedem Sparring hat er immer gesagt, Henny, mal locker, Henny. Und ja, okay, ist in Ordnung für mich so, dann machen wir halt locker. Der wollte mir auch dreimal neue Handschuhe verkaufen, weil er immer gesagt hat, die sind zu klein. Aber jetzt habe ich welche, mit denen ich perfekt zufrieden bin. Auf jeden Fall, ich kämpfe mit 16 Unzen Handschuhen jedes Mal gegen die leichteren.
Und Mehmet sagt jedes Mal zu denen, hau den K.O., hau den K.O. Ganz egal, was die für einen Skill-Unterschied haben. Wenn da einer viel besser ist als ich, der sagt zu mir, Henny, du weißt, er hat viel leichter als du. Mach mal locker. Und dann bin ich in meiner vierten Runde Sparring, kann gar nicht mehr. Bin ausdauertechnisch natürlich am Ende. Und ich höre nur, wie Mehmet, mein Trainer, die taktisch kluge Anweisung für seine Schüler gibt. Jetzt schlag ihn K.O., der Wichser. Da habe ich auch keine Lust mehr hinzugehen, um mich verprügeln zu lassen. Schlag so hart, wie du Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist zum Beispiel, guck mal, ich lasse die Leute, also ich versuche mit dem Tempo von dem anderen zu gehen, verstehst du? Also, wenn man sagt, man macht locker, ich habe auch kein Problem, guck mal, Thailand, beste Beispiel, ne? Also, die haben auch sehr viel Sparring ohne Handschuhe, ohne Schienbeinschoner, die machen dann dieses Flow-Sparring, weißt du, so dieses, ne? Man berührt sich ganz, ganz leicht, ja? Nur die Fehler aufzeigen, sag ich mal, ja? Ist ultra nice, kann ich voll mitfühlen, aber ich verstehe nicht, wenn du, dass mal eine Hand auch vielleicht ein bisschen stärker ist, ne? Das kann auch passieren. Aber dass die Menschen so ein schwaches Ego haben und direkt dann so auf 110 ballern müssen, ne? Nach dem Motto so, boah, der hat mich jetzt feste geschlagen, jetzt muss ich hier aber eine richtig reinhauen. Wofür? Das ist Sparring. Verstehst du? Ich habe keinen Bock, irgendwie mit 40 wegen Sparring irgendwie am Parkinson zu erkranken oder so, weißt du? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, das sind meistens die Leute, die selber nicht in den Wettkampf gehen und dann praktisch ihre Wettkampferfahrung, ihren sich einmal austesten, dann beim Sparring, wie es ist, härter zu kämpfen, dann hart zu schlagen, aber dann für den Wettkampf, wo es wirklich Mano in Mano, der andere Mann will dich bewusstlos prügeln, da trauen sie sich dann meistens nicht für und dann versuchen sie trotzdem dieses gewisse Etwas, dieses Box-Feeling, dieses Kampf-Feeling beim Sparring zu erleben. Das sind meistens auch die Leute, die dann nicht oft wiederkommen, weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich kann auch von Anfang an sagen, jeder, der nach diesem Motto geht, also du wirst nie dieses Kampfgefühl haben, ne, wie du, das kannst du im Sparring kannst du es nicht herstellen. Dieses Kampfgefühl, ne, also wenn da wirklich Menschen sind, die dir zuschauen dabei und ne, die auch eventuell deinen Namen rufen, die dich unterstützen, du hast dieses Gefühl, hast du beim Sparring alles nicht, ja? Sparring jetzt für mich zum Beispiel oder auch dieses Adrenalin fehlt mir beim Sparring. Ich habe dieses Adrenalin beim Sparring habe ich nicht mehr, ne? Ich denke, du auch nicht mehr nach keine Ahnung wie viel hunderten Sparrings, die man gemacht hat. Ja, dann hat man dieses Adrenalin irgendwann manchmal. Am Anfang, ja, dann ist es neu, ne? Man ist, man kommt da so rein und sowas, weißt du? Das ist gleich mit dem Kämpfen. Ich denke schon, dass du nach ein paar Kämpfen dieses Adrenalin verlierst, verstehst du? Dass ich das so ein bisschen umwandle in Freude. Ja, kann man Freude sagen? Freut man sich darauf, jemanden aufs Maul zu hauen? Ich weiß nicht. Ja, das ist Eustress, würde ich sagen. Das ist eine positive Form von Stress dann, dass du ein bisschen in diesen Flow reinkommst, weißt du, dass du nicht mehr Angst hast, dass die Aufgabe zu groß für dich ist, dass es ein negativer Stress ist, der dich beklemmt und bedrückt, sondern dass du dich freust dieser Aufgabe, dass du dich der gewachsen fühlst, du bist schon routinierter und dann macht dir das Ganze mehr Spaß, du bist viel ruhiger und allein da siehst du auch schon in den fortgeschrittenen Kämpfen die Ausdauer halt viel länger. Allein du kannst Ausdauer trainieren, wie du willst, wenn du so nervös bist, du atmest zu schnell, du atmest unruhig bei all deinen Schlägen, die du austeilst und kassierst. Die Ausdauer geht einfach weg. Deswegen siehst du bei den ganzen Amateurfights meistens, vor allem in den schweren Gewichtsklassen, die letzten Runden meistens keine großen Technikwunder mehr im Ring passieren. Aber Kevin, wir driften ganz schön vom Thema ab. Wir sollten anfangen, die Karte zu besprechen. Hab ich gemerkt. Okay, pass auf, ich fange an. Jacare Souza gegen Uriah Hall. Das Ding ist, wenn ich mich gerade richtig entsinne, ja, hat Sousa letztens einen starken Kampf gemacht. Warte mal, war Sousa? Nee, das war nicht Sousa, das war Maya. Hab mich gerade kurz vertan. Sousas letzter Kampf war gegen Jan Blachowicz. Ja, stimmt, den hat er sogar verloren, ne? Ja, Split Decision. Schwer. Ich würde hier tatsächlich meine Stimme an Uriah Hall geben. Tatsächlich, weil ich finde, er ist auf jeden Fall noch ein Killer, aber ich finde, er hat so ein bisschen dieses Feuer verloren, weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn du die ersten Kämpfe von ihm anguckst, dann siehst du so richtig dieses, wie auch ein bisschen aggressiver war, weißt du? Und jetzt mittlerweile finde ich, er ist ein bisschen zu ruhig geworden, meiner Meinung nach, ne? Ja, ich verstehe deinen Punkt, weil das war das, was ihn so gefährlich gemacht hat damals, dass er halt explosiv und er wirkte aggressiver. Damit hast du recht. Allerdings hat er jetzt vor kurzem, meine ich, sein Team gewechselt. Er trainiert jetzt bei
Fortis MMA, er ist dort eingezogen, habe ich gehört, um sich für den Kampf vorzubereiten, ist er dort in dieses Gym eingezogen und trainiert nur mit seinem Coach für den Sousa Fight, welcher hingegen allein zu Hause mit den Gewichten seiner Frau und eigenen Übungen sich für den Kampf fit gemacht hat. Keine Frage, Ronaldo Sousa, 40 Jahre alt, der ist schon lange dabei, der braucht keinen Sparring mehr, um sich vorzubereiten. Der geht das Risiko zu diesen wilden Zeiten nicht ein. Der muss nur fit werden, er kennt seinen Gameplan. Das wird nicht sein, Uriah Hall in einem Kickbox-Kampf zu besiegen. Denke ich nicht. Hoffe ich nicht für ihn. Hoffe ich auch nicht für ihn. Aber ich muss dir recht geben. Ich sehe auch Uriah Hall vorne. Ronaldo Sousa. Er ist, ich glaube, der Betting-Favorite. Glaube ich auch. Kann ich mir sogar gut vorstellen. Dabei ist Hall gerade auf einer Zweier-Gewinnserie, ne? Er ist auf einer Streak gerade. Ja, genau. Aber bei Sousa, er hat zwei in Folge verloren und den in meinen Augen eigentlich vier, wenn ich mich recht erinnere. Weil der drittletzte Kampf von ihm gegen Chris Weidman, den hat er durch K.O. gewonnen. Aber wenn ich mich recht erinnere, lag er nach Punkten hinten. Und Chris Weidman hätte den Kampf einfach nur noch über die Zeit bringen müssen und wurde dann ungefähr zur Hälfte der letzten Runde unglücklicherweise ausgenockt. Und ich glaube nicht, dass das, wenn mich nicht alles täuscht, war das keine dominante oder überzeugende Performance von Ronaldo Sousa. Das kann sein, der den Kampf davor verloren hat. In meinen Augen waren es vier Kämpfe in Folge, wo er nicht stark performt hat. Und von daher werde ich mal Geld auf Uriah setzen. Es ist ja so, dass in der UFC ist es meistens so, dass du als Star hast du so vier Chancen. Wenn du vier Chancen wegschmeißt, wenn du verlierst, ne, dann ist es halt so, dass du meistens rausgeschmissen wirst. Er ist jetzt gerade auf einer Losing Streak von 2. Bei ihm könnte es, weil er schon älter ist, könnte es auch jetzt sein, dass er nach dem nächsten Kampf, wenn er den verliert, rausgeschmissen wird. Also ich denke, er weiß schon, da hängt viel dran. Ne? Ja. Aber ja, also ich stehe da mehr wirklich zu Uriah Hall, dass ich sagen könnte, weil er ist halt auch jetzt gerade so auf der Kippe. Er hat zwar seine letzten zwei Kämpfe gewonnen, aber davor hat er viel verloren. Ne? Ja, er war nie konstant genug. Mal gewonnen, mal verloren. Aber lass mich kurz noch was fragen. Haben die Kämpfer nicht solche Verträge bei der UFC? 3 Fights, 4 Fights? Ja, klar, aber die können immer wieder aufgelöst werden, ne? Die haben sie schon, aber die können auf. Ich meine, beste Beispiel ist ja jetzt, wie heißt denn der Kämpfer nochmal? Aus Österreich, glaube ich, war das. Ich weiß es gerade nicht. Der hat auch seinen Vertrag auflösen lassen, weil er seiner Meinung nach erstmal reifen möchte. Okay. Hat aber in der Zeit tatsächlich Ismail Nauridif oder sowas, hieß er. Aber tatsächlich auch in der UFC gewonnen. Ne? Also wäre eigentlich schon bereit dafür. Ja, gut für ihn. Gut für ihn, wenn er es für den richtigen Schritt hält und stärker zurückkommt, würde ich mich freuen für ihn. Auf jeden Fall. Aber die Chance wegzuschmeißen ist schon. Schade. Ja, was heißt wegzuschmeißen? Ich denke mal schon, dass die UFC, weil er ist ein guter, genannter Kämpfer, ne? Ich denke schon, dass die UFC mit Kusshand nehmen würde, ne? Er ist auch sehr oft vertreten, jetzt kurz Name-Dropping, bei, ich weiß nicht, ob du die kennst, Mixed Martial Monkeys, kennst du die? Ja, ich folge denen auf Instagram. Ich auch, das sind total coole Jungs, finde ich eigentlich. Ich gucke gerne deren Vlogs. Perfekt, ja, die Vlogs kenne ich nicht, ich schaue nur. Musst du den mal reinziehen, also ich muss sagen, der Markus, ist das glaube ich, der die schneidet und sowas, ne? Schon sehr stabile Qualität für die Abonnentenzahl. Aber egal, komm, nicht so weit wieder vom Thema abschwenken wie gerade, ne? Sonst reden wir jetzt wieder 20 Minuten über YouTube-Kanäle. Gehen wir zum nächsten Fight, das wäre Carla Esparza gegen Michelle Waterson. Hier kommen wieder die Feministen am Start auf jeden Fall. Frauen haben nicht so viel Kraft wie Männer. Immer dran denken. Boah, Bruder, das wird so viel Hate geben, Alter. Scheiße. Das ist eine nette Prediction, Digga. Nein, keine Frage. Ist gar nicht. Die beiden sind unglaublich gute Kämpferin. Carla Esparza und Michelle Waterson. Beides Kämpferinnen, die ich nicht ungern schaue. Besonders Michelle Waterson finde ich sehr, sehr sympathisch. Unglaublich nette Frau. Ja. Der Karate Hottie ist ihr Nickname? Ja, ich glaube, ja, Karate Hottie ist irgendwie so. Ja, ja. Nein, fair genug, gut für sie. 34 Jahre alt, einfach oder doppelte Mutter. Hat mich bei ihrem letzten Kampf gegen Joanna gar nicht überzeugt. Joanna, danke dir. Gar nicht überzeugt. Sie hat mich gar nicht überzeugt. Leider nicht. Ich hatte viel mehr von ihr erwartet. Davor hatte sie, glaube ich, 3 Kämpfe in Folge gewonnen. Alle durch die Zwischen. Ja. Ja, alle durch die Zwischen.
Gegen Kowalskiew, ne? Gegen Carolina, gegen Eric, Felice Eric und gegen Casey. Casey kenne ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Und da bin ich mich auch ein bisschen verwundert, weil die steht auf der UFC-Seite, bin ich gerade drauf, und da steht, dass der Kampf nach 4 Minuten 58 in der dritten Runde abgebrochen worden ist. Oh, gegen Casey? Mhm. Okay, ich bin hier gerade auf der Sherlock-Seite von Michelle Waterson, wo steht, dass es ein Split-Decision-Win für Michelle Waterson war. Ja, also man kennt ja die deutsche UFC-Seite, ist ja 1A, ne? Also, dass da Fehler passieren, ist jetzt nicht so. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Als ich mir hier die Notizen gemacht habe für den Podcast, ich bin am Verzweifeln gewesen. Die Möglichkeit gefunden, auf Englisch zu schalten, aber da hat irgendjemand ganz große Scheiße gebaut. Auf jeden Übertriebene Fall. Scheiße. Okay, komm zur Prediction. Was sagst du? Waterson oder Esparza? Schwierig. Michelle Waterson, ihr Jiu-Jitsu gefällt mir sehr gut. Sie hat dadurch ihre meisten Siege. 9 Stück an der Zahl durch Aufgabegriffe, meine ich. Allerdings, sie hat gegegen Rose Namajunas verloren durch einen Rear Naked Choke. Wollte ich gerade sagen, ich weiß, ja. Ich weiß, MMA-Matte funktioniert nicht, aber Carla Esperanza hat gegen Thug Rose mit einem Rear Naked Choke gewonnen. Praktisch genau umgekehrt, was auf jeden Fall etwas auch über ihr Jiu-Jitsu aussagt. Schwieriger Call. Also ich glaube sogar tatsächlich, dass Waterson müsste doch eigentlich Betting-Favorite gerade sein, oder? Mit der Quote? Nein. Nein? 2-2-5 Waterson, 1-6-6 für das Cookie Monster. Cookie Monster, geil, ne? Ja. Weil. Das ist ein großer Favorite. Ja, krass. Ja, ich würde hier, ja, schwieriges Ding. Ich würde sagen, dass Waterson das halt wieder über die Zeit macht, wie sie es meistens macht. Sie ist ja halt leider keine, sie hat nicht diese Knockout-Power wie eine Joanna oder eine Rose oder eine Andrade, ne, oder viele andere Kämpferinnen. Deswegen würde ich da schon auf Decision-Win für Waterson tippen. Ja, ich denke auch. Ich denke nicht, dass der Kampf vor den 3 Runden vorbei ist. Das letzte Mal wurde Waterson vor 11 Jahren ausgenockt von Ellen Red Raid. Nicht in der UFC, eine Profikämpferin mit aber nur 4 Fights an der Zahl. Michelle Waterson hat sich seitdem stark entwickelt. Sag niemals nie. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückspulen. Ich sehe es nicht kommen. Ja, aber wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückspulen, ne? 2 Wochen Camp, Michael Bisping, Luke Rockhold, alle haben gesagt, ey, Bisping wird da komplett auseinandergenommen. Und ich meine, dann kam Left Hook Larry, ja, und dann das Ding einfach weggeballert, ja, aus dem Nichts. You leave me. Ja, okay. Ne, deswegen sag niemals nie, man weiß es nicht. Ja. Fair genug. Es haben viele Dinge da reingespielt, dass das kurze Camp für Michael Bisping, das seinen Körper nicht ruiniert hat, wie bei dem Mann davor, wo er davon gesprochen hat, dass er in seinen Fightcamps sich immer übertrainiert hat. Und was das große Entscheidende war bei dem Kampf, er hat diesen einen Riesenfehler in Rockhold's Deckung gespottet und ausgenutzt, was danach auch Jan Blachowicz und Yoel Romero genau gleich getan haben. Die linke über die tiefe rechte Hand von Rockhold, die jedes Mal gesessen hat. Ja. Gut für ihn, guter Fight IQ. Also ich muss wirklich sagen, dass ich bei dem Knockout Romero und Rockhold Angst hatte. Ich meine, als Romero danach geschlagen hat, dachte ich so, heilige Scheiße, was ist das? Ey, wo der am Käfig saß und mit so richtig leeren Augen Yoel Romero angeguckt, der sitzt da richtig K.O. und sieht nur, wie dieses Biest richtig schnell auf den Zug gelaufen kommt. So, da sind wir wieder bei diesem Gefühl, ne, so, was du von Tony Ferguson gesagt hast, ne? Was muss das für ein Gefühl sein? Du liegst da schon so und du bist komplett im Arsch. Ne? Du bist gerade kurzzeitig K.O. gegangen, ne? Bist kurz schlafen gegangen, bist gerade wieder wach und dann siehst du, wie so ein Romero dich anguckt mit seinem Blick, ne? Diesen Weightcut-Blick, den er hat, weißt du, wenn diese Augen schon so ein bisschen drin sind, diesen Crack-Blick, und er drückt dir da einfach die Faust in die Fresse mit seiner ganzen Kraft, ne? Junge, was muss das für ein Gefühl sein?
Du siehst nur dieses stahlharte Sixpack ungefähr auf Augenhöhe und dann die Faust auf dich zufliegen. Und dann ist schon vorbei, Mann. Also, ja, will ich, also das Gefühl will ich echt nicht haben, sag ich so, wie es ist. Ne? Das will ich nicht haben. Heilige Scheiße. Oh, shit. Lieber von Yoel Romero wie Luke Rockhold vor all deinen Freunden ausgenockt werden oder 5 Runden mit Chris Cyborg kämpfen in deinem Hometown Gym? Also sagen wir es mal so, ne, der Knockout, der geht halt schnell. Ne, also, du kriegst das Ding, du bist weg und am Ende des Tages kannst du dich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was passiert ist, ja? Also die Schmerzen hast du auch nicht mehr so ganz im Gedächtnis. Problem ist, du erinnerst dich nicht daran. Das Problem ist, deine Freunde kommen später dann mit ihrem Handy und sagen, du denkst noch so, vielleicht war das ja nicht so schlimm, vielleicht war das ja kurz mit Schmerzen. Vielleicht war das doch nicht so schlimm. Digga, du kriegst doch gerade eine Frau eine Faust ins Gesicht gedrückt mit 200 km Geschwindigkeit, ja, eine Aufschlagskraft von gefühlt 3 Tonnen bei seinem Gewicht. Das ist nicht so schlimm, ne? Heilige Scheiße. Ja, Mann, das Video ist auf jeden Fall für die Ewigkeit, Mann. Und du kennst deine Kollegen. Das Video wird häufig abgespielt werden danach. Also, tatsächlich würde ich sagen, Sparring mit Chris Cyborg. Sparring, ja doch, Sparring, ja. Ja. Schlechter Vergleich, glaube ich, weil Chris Cyborg ein sehr, wie ich das mitbekommen habe, eigentlich eine sehr angenehme Trainingspartnerin ist. Ja. Mir ging es eher darum, um den Punkt, den du vorhin also, pass auf, hast mit dem Wir drehen es um. So ausgenockt werden oder tatsächlich mit White Rage mit White Rage hier, wie heißt er nochmal? Wanderlei Silva. Nee, Wanderlei Silva. Entweder 5 Runden Sparring mit denen auf White Rage, also richtig so, ne? Oder so ausgenockt werden. Was ist deine Entscheidung? Und ich meine, ich habe Sparringseinheiten von dem gesehen, wenn der einmal sauer wird, der hört nicht mehr auf zu schlagen, wenn du auf dem Boden bist, ne? Also. Ja, das das gehört auf jeden Fall dazu. Du musst den wütend machen beim Sparring. Das ist Teil der Frage. Also die Frage ist jetzt eigentlich, lässt du dich ausnocken? Direkt so, du weißt, dass das passiert? Oder musst du 5 Runden Angst haben und so warten, so wann passiert's, mit welcher Schlag wird sein? Und vorher kriegst du die ganze Zeit schon harte Bomben von Wanderlei Silva, dem fucking Ex-Murderer. Ha. Ich weiß nicht, Yoel Romero ist zwar super explosiv und auch, ja, ist ein gefährlicher Kämpfer, aber Wanderlei Silva ist irgendwie ein bisschen kranker, habe ich das Gefühl. Bei dem denke ich so, kennst du das, du bist beim Sparring oder so und ja, jemand sitzt auf dir am Boden und die Runde ist vorbei und der ist gerade in der Top-Mount auf dir und der schlägt dich und dann gibt es diese Psychopathen, die hören den Gong nicht oder so und du nimmst die Deckung runter und die ballern weiter auf dich ein. Ich glaube, Wanderlei ist so einer, Mann. Du denkst, okay, chillig, erste Runde hinter mir und der fetzt dich einfach weiter kaputt. Das wäre mir nervlich zu viel Stress, Mann. Ich nehme Romero und bin danach einfach nie wieder derselbe. Okay. Ich erinnere mich eh nicht daran, Mann. Okay, perfekt. Dann gehen wir zum nächsten Kampf und das ist Alexei Oleinik gegen Fabricio Werdum. Dazu muss ich sagen, ich finde den Spitznamen von Oleinik, ne, total genial. Passend. The Boa Constrictor. Digga, diesen Spitznamen kannst du wirklich in jeder Sache sehen. Verstehst du, was ich meine? Ach du krankes Schwein, Alter. Ich weiß nicht, ich versuche ja professionell den Kampf zu betreiben. Ich auch, aber ey, der Name, der ist einfach, der ist so jung. Fuck, Mann. Okay, spulen wir 5 Minuten zurück. Entweder von Yoel Romero so krass ausknocken lassen oder du musst Alex Oleinik's Boa Constrictor massieren. Digga, eiskalt, lass mich ausknocken, Alter, ganz ehrlich. Ich schwör's dir, ausknocken. Es guckt niemand zu. Ich lasse mich trotzdem ausknocken, Digga. Kenn ich gar nichts, Alter. Straight. Digga, straight ausknocken. Das Ding ist, guck mal, auch wenn du ausgenockt wirst nach 5 Runden kämpfen, du bist da rausgegangen wie so ein Krieger. Verstehst du, was ich meine?
Du bist da rausgegangen wie so ein fucking Samurai. Ja? Auch wenn du K.O. gehst, scheiß drauf, Mann. Weil es passiert. Es passiert jedem Mal. Ne? Und es wird auch jedem Mal passieren, der sowas macht. Weißt du, aber das andere, das muss nicht passieren. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Ding. Ne? Wow. Ich weiß nicht, Digga, professioneller Podcast ist hier am Start auf jeden Fall, Alter. Krass. Ja, Mann. Okay, aber es ist so viel, es ist zu spät, wir haben zu lange gewartet. Wir sind nicht mehr professionell genug. Genau. Wir versuchen jetzt hier ein bisschen wieder zu sammeln. So, kurze Prediction, weil wir sind jetzt hier schon knapp 40 Minuten in der Aufnahme, sehe ich gerade. Das ist schon, deswegen lass uns ein bisschen schmuten zu den geilen, also was heißt zu den geilen Kämpfen, zu den Kämpfen, wo wir sagen, die werden für uns wahrscheinlich das Highlight. Scheiß auf Alexei Oleinik. Weiter geht's. Scheiß auf ihn und seine Boa Constrictor, Mann. Was ist dein Tipp? Tatsächlich Alexei. Ich tippe für die Boa Constrictor. Und wie macht das? Submission in der, dritten Runde. Dabei, Submission wäre auch krass gegen Verdum. Ich meine, Verdum ist ja auch, glaube ich, ein Black Belt im BJJ, ne? Also, dann Submission mitzuholen, das wäre schon speziell. Aber trotzdem, ich sag trotzdem, Submission, dritte Runde, Alexei Oleinik. Ich bin mir nicht sicher. Fabrice Werdum wurde noch nie submitted. Und ich weiß, sag niemals nie, aber Alexei Oleinik hat aus seinen letzten drei Kämpfen 2 durch K.O. in der ersten Runde verloren. Das nimmt ihn mit. Der hat insgesamt über 70 Kämpfe sogar. 11 davon nur hat er in der UFC. Ich weiß nicht, das trägt seine Spuren. Das trägt seine Spuren, wenn man so viele Schlachten mit sich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viel er noch aushält, ob er es schafft, 3 Runden so stark sein Tempo anzulegen, dass Werdum so erschöpft in der dritten ist, dass er den Fehler macht und in einer Submission von Oleinik von einer Submission von ihm getrappt wird. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich sag Fabrizio. Okay, nice. Auf zum nächsten Kampf und das ist für mich schon, sag ich mal, der erste Contender für Fight of the Night, tatsächlich. Warte, eine Sekunde, ich sehe gerade, Fabrizio Werdum hat Alexander Emelianenko getappt. Ja, wusstest du das nicht? Fabrizio Werdum war der erste Kämpfer, der... Alexander oder Fedor? Warte, ich muss kurz gucken. Nee, Fedor. Fedor. Fedor? Fedor, tatsächlich Fedor. Er war der erste Kämpfer, der doch Fedor, glaube ich, sogar besiegt hatte. Also wenn ich mir jetzt richtig entsinne, war das wirklich so. Das war in und der... Und denkst du, dass die fucking Boa Constrictor den tappen wird, Junge? Wie gesagt, der sagt niemals nie. Das sagt niemals nie. Ja. Das war WEC zeigen, glaube ich, ne? Nee, Fedor. Es ist Fedor, Digga. 100% Fedor. Alter, er hat beide getappt. Er hat beide getappt. Fedor sogar in der ersten Runde. Strikeforce war das. Strikeforce. Ja, Mann. Oh, shit. Ja, da gehört schon einiges zu, dass du Fedor besiegst. Ja, das ist schon... Mein Geld ist auf Werdum. Ich will einmal kurz aber gucken, welche... Ich hoffe, ich bekomme dein Geld. Junge, du kennst meine Geschichten von Tipico, Alter. Dieser Scheiß-Alter. Tatsache. Ich hab mich mies gerippt. Warte, lass mich bitte einmal kurz das Auge werfen. Ja, denn die erste Niederlage seit nach 10 Jahren hat er gegen Fabrice Werdum gehabt. Du hast recht. Okay, lass uns weitergehen. Okay, jetzt kommen wir zum ersten aus meiner Sicht. Contender für Fight of the Night und das ist Anthony Pettis gegen Donald Cerrone. Also ich würde sagen, schon von Anfang an absoluter Topkampf. Ne? Ich meine, Pettis hatte in letzter Zeit gute Schlachten gegen Diaz. Ne? Also ich fand ihn gegen Diaz relativ stark. Gegen Ferguson fand ich ihn sehr stark und Donald Cerrone eigentlich ähnlich. Ne? Hat auch gegen Ferguson gekämpft, sehr stark. Hat jetzt, ich sag mal, den falschen McGregor getroffen, ja. Hat ein bisschen Pech da, so würde ich sagen. Da würde ich ehrlich gesagt sagen, da würde ich mir eher gerne jetzt deine Prediction anhören, bevor ich meine sage. Weißt du, es ist nicht schwierig, gegen Tony Ferguson gut auszusehen. Wir haben vorhin schon gesagt, er wird meistens gerockt in seinen Kämpfen und dann dreht er auf und er liefert sich diese Schlachten. Tony Ferguson gibt einfach keinen Scheiß. Er geht da rein, um einen Krieg zu haben. Er ist bereit zu sterben. Und deswegen wird er auch oft getroffen. Deswegen ist es nicht schwierig,
auszusehen, als ob du gut gegen Ferguson gekämpft hast, denke ich. Anders als wenn du gegen einen kompletten Konterkämpfer kämpfst, der immer ausweicht und blockt und sich gar nicht an sich ranlässt. Schlagwort John Jones. John Jones in seinen Kämpfen. Er sieht unantastbar aus. Wenn er einmal getroffen wird, schreien die Leute auf. Trotzdem, die Kämpfer haben oft keine schlechte Performance abgeliefert. Schlagwort Dominic Reyes. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich weiß es nicht. Ich bin mir wirklich unsicher bei dem Kampf gewesen. Pettis hat den ersten Kampf gewonnen. Knockout in der ersten Runde mit einem Bodykick. Wann war's? Vor 7 Jahren. Auch schon eine Weile her. Beide Kämpfer haben sich entwickelt. Aber ich weiß nicht. Cowboy hat gesagt, dass er nicht, dass Donald aufgetaucht ist beim McGregor-Kampf, aber Cowboy nicht. Was soll er sonst auch sagen, klar. Aber ich weiß nicht, ob ich es ihm abkaufe. Er hat so viele Rekorde gebrochen. Und dieser Sport ist unnachgiebig. Der vergibt einem nicht, wenn du alt wirst. Ja. Es müsste ein Submission-Sieg sein oder ein weiterer High-Kick. Ich weiß nicht, da ist er natürlich auch immer brandgefährlich. Aber Anthony Pettis ist, was Taekwondo angeht, zu bewandert. Ich sag ja. Anthony Pettis, ich weiß nicht, ob er ihn ausknocken wird. Ich könnte es mir vorstellen, vor allem nach den 3 First-Round-Knockouts, die Donald Cerrone in Folge auf sich nehmen musste. Das fordert sein Tribut. Ja, warum nicht? Knockout Pettis. Erste Runde. Bin ich bei, aber ich sag Ende Zweite. Ende Zweite? Ende Zweite, sag ich. Also würde ich jetzt da dann tippen. Ja, Cowboy wird besser, je länger der Kampf geht. Ja. Vielleicht hat er sich jetzt endlich mal ein Herz genommen, nachdem er jetzt 3-mal in Folge komplett kaputtgeschlagen wurde. Ich weiß nicht. Zu kurz hat er zwischen den Kämpfen sich erholt. Ich meine, im Januar McGregor, der Kampf gegen Gaethje war nicht lang davor und dann im Juni letzten Jahres auch schon Ferguson. Das ist ein gutes Dreivierteljahr sein, da wurde er 3-mal in der ersten Runde ausgenockt. Ich weiß nicht, mit 37, fast 38 Jahren ist das kein Punkt, an dem du jetzt schon wieder in den Ring steigen solltest, vor allem nicht gegen einen Anthony Showtime Pettis. True Story. Kommen wir zum nächsten Fight. Und da ist, der Inhalator-Deal wieder dabei, ne? Greg Hardy gegen, den habe ich noch nie gehört, also ich bin gerade, ich kenne ihn nicht, gegen Georgian DeCastro, glaube ich, wird es ausgesprochen. Hat auf jeden Fall einen flawless Record von 5-0. Ne? 6-0? Mir wird hier auf der UFC-Seite angezeigt 5. Ja, aber gut, UFC-Seite, man weiß es. Mal anders, die UFC-Seite, ich nehme die nicht mehr ernst, seitdem die mich so in den Wahnsinn getrieben haben. Ich befinde mich hier nur noch auf der Sherdog-Seite. Weil hier stehen noch wenigstens Quellen bei zu den Kämpfen, weißt du? Okay, in der UFC hat er erst einen Kampf gemacht und das war Oktober 5, 2019, hat den gewonnen durch K.O. in der ersten Runde. Ja, davor hat er schon für Dana White in der Contender Series angetreten. Da hat er durch einen Leg-Kick und danach mit Folgeschlägen gewonnen, auch in der ersten Runde. Ja, ich lese gerade, dass dieser DeCastro ist früherer Kickboxer, oder? Sein Stil kommt aus dem Kickboxen. Hast du seinen Knockout gegen Justin Taffer gesehen? Nicht, dass ich gerade wüsste. Schau dir mal das Video gleich an. Er berührt ihn nur fast. Es sieht wirklich aus, als ob er ihn nur leicht berührt. Ich weiß, es sind Schwergewichte, aber selbst dafür, wow, da ist Power hinter. Das ist ähnlich wie bei Rosenstreich, wo er bei seinem Knockout gegen, wie war der Name? Mit A, Arlovski. Es sieht aus, als ob er ihn nur leicht berührt hat und trotzdem geht er zu Boden und ist Knockout. Gleiches Ding mit Justin Taffer und Johan de Castro. Also okay. Der Mann hat schwere Hände. Mit wem gehst du? Also das Ding ist, guck mal, Greg Hardy hat mich, ja, ich würde jetzt nicht sagen übertrieben überzeugt, ne, weil er kommt ja aus der NFL ursprünglich, ist dann direkt in die UFC reingesprungen. Da musst du sagen, okay, das waren seine ersten Kampfsporterfahrungen, dafür gar nicht, also krass professionell, ne, also hat er sich gut gemacht für.
Trotz alledem würde ich jetzt hier einfach mit De Castro gehen. Weil er anscheinend einfach das. Er hat ein bisschen mehr Erfahrung, was Kampfsport angeht, weißt du? Er hat dieses Overall ein bisschen mehr als Greg Hardy halt. Greg Hardy hat mich auch in seinen. Mit seinen Siegen. Es gab zu viel Drama um seine Kämpfe. Der Inhalator. Oder das illegale Knie. Und der Kampf gegen Juan Adams, da habe ich mir echt mehr erwartet vom Kraken. Das stimmt auch. Was war das? Ich glaube, er ist nach einem Takedown geshootet und danach hat Greg Hardy einfach nur auf den Kopf geschlagen. Okay, dafür musst du nicht in der UFC kämpfen, wenn du die Kraft hast, um so einen Knockout zu machen. Das war kein großes Display von Fähigkeiten als Mixed Martial Artist. Und dann, wo er gegen den ersten Großnamen gekämpft hat, Alexander Volkov, hat er Unanimous Decision, Niederlage davon tragen müssen. Ja, aber das ist auch zu Recht. Also den Kampf habe ich geschaut und okay, man muss aber auch dazu sagen, dass Volkov ist sehr starker Kämpfer und hätte damals sogar wie heißt er, eine Black Beast? Wie heißt er? The Black Beast. Derrick Lewis. Genau, hätte er auch besiegt, ja, nach Punkten, hätte er das Knie nicht angesetzt. Ja, das war ja wirklich ein Last-Second-Knockout, muss man sagen. Ne, also da hätte ich ihn auch schon wieder rum. Das war gut. Das war schon übertrieben, ne? Also da bin ich aufgesprungen, ne? okay. Gucken wir den Sport. Das stimmt allerdings, ja. Du sagst also Greg Hardy oder De Castro? Was ist deine Prediction? De Castro. Durch einen, ich weiß nicht, frühen oder späten Knockout. Ich glaube nicht, dass Greg Hardy an seiner Ausdauer viel gearbeitet hat. Ich weiß nicht, er postet, ich habe ein bisschen auf seiner Instagram-Seite gesehen, er postet ganz viele von diesen inspirierenden und motivierenden Quotes und ich habe das Gefühl, vielleicht urteile ich zu schnell, aber ich habe das Gefühl, dass er lieber ein Fighter sein möchte, als dass er probiert, einer zu sein. Das kann sein. Ich check sein Instagram ehrlich gesagt nicht. Fair genug. Fair genug. Okay. Beide Castro? Beide Castro, genau. Gehen wir weiter zum nächsten Kampf und hier ist ein Kämpfer, den ich übertrieben unsympathisch finde, muss ich sagen. Und das ist Jeremy Stephens. Ich finde ihn, ich weiß nicht. Ich bin trotz alledem bin ich ja objektiv, ne? Also er ist kein schlechter Kämpfer. Aber er ist halt wie Cejudo oder wie Covington unsympathisch, ja? Ah, ich weiß nicht, er ist eine Legende des Sportes. Er ist so lange dabei, er ist definitiv ein Veteran und sein Kampfstil macht ihn sympathisch. Er geht da rein, um eine Show abzuliefern. Ich krieg nicht viel von ihm außerhalb des Octagons mit, außer den Disput mit Yair Rodriguez. Und da hat sich in meinen Augen Yair Rodriguez als deutlich unsympathischer und als menschlicher, ja, als Arschloch rausgestellt. Und deswegen war ich da auf Jeremy Stephens Seite und habe auch für ihn gebootet bei ihrem Rückkampf, den er leider verloren hat. Ansonsten weiß ich nicht, was er für ein Charakter ist. Tatsächlich bin ich ein großer Fan von Yair Rodriguez. Tatsächlich. Ich finde seine Kampfart, also jetzt charakterlich, ne, war schon ekelhaft, was er da abgezogen hat. Von beiden Seiten muss man jetzt mittlerweile auch sagen, ne, dieses Hotelding danach und sowas, hätte alles nicht sein müssen. Das Hotelding? Ja, die haben sich danach im Hotel gesehen und ich glaube, warte mal, hat Stevens ihm einen geklatscht, also Rodriguez oder andersrum? Also einer hat einen anderen auf jeden Fall eine Backpfeife gezogen, ja? Unprofessionell. Sehr unprofessionell. Ja, dazu wollte ich jetzt sagen, dass ich glaube, wenn Stevens diesen Kampf nicht gewinnt, tatsächlich, dass er aus der UFC raus ist. Ne? Weil er hat seine letzten Kämpfe, ich glaube, 3 waren das jetzt an der Zahl verloren. Gegen Rodriguez, gegen Zabit, ja, und gegen Aldo. Ja. Und die letzten 3 Siege davor, das waren auch keine Namen, die ihn in Titelchance, die ihn dort ins Gespräch, in die Diskussion befördern würden. Josh Emmett. Okay, Choi ist, muss man sagen, ist schon. Choi ist nicht schlecht. Ist ein guter Fighter. Aber Melendez ist zum Beispiel auch schon in die Jahre gekommen mittlerweile. Kämpft auch schon seit keine Ahnung wann, ne? Also, der kämpft schon so lange mindestens, wie ich das gucke.
Weißt du? Ja, aber diese Kämpfe sind auch schon 3 und 2 Jahre her. Stevens muss jetzt wirklich Katar, wo er, glaube ich, jetzt eher, ich glaube, der Kampf ist eher als Sprungbrett für Calvin Katar gedacht. Er müsste ihn schon besiegen, um jetzt nochmal eine Chance zu haben, ins Gespräch zu kommen. Ich würde ihn gerne ein paar Mal noch sehen im Octagon, deswegen wünsche ich ihm alles Beste. Aber Calvin Katar ist mit einem ähnlichen Stil und 9 Knockout-Siegen von seinen 20 Siegen überhaupt, ist das schon sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr. Und speaking of, fällt mir gerade noch ein, auf unsympathisch. Ich habe ein Video gesehen, wo er sich über Jeremy Stevens beschwert, dass er in der Hotellobby hatten die beiden wohl einen kleinen Disput. Und ich habe jetzt nicht mal ganz genau im Kopf, worum es ging. Aber es war eine absolute Nichtigkeit, die Calvin Katar hochgepusht hat. Er ist so einer dieser Typen, die dir Stress machen, die dir einer aufs Maul hauen wollen, wenn du die im Club anrempelst. So kam er rüber. Er hat aus, wie sagt man so schön, aus seinem lokalen Elefanten gemacht. Er hat einfach übertrieben und weswegen ich ihm in erster Linie den Sieg nicht wünsche. Zusätzlich zu den Punkten, die ich vorhin für Jeremy angesprochen habe. Aber ich denke, er macht's. Ich denke, Jeremy hat zu viel Schaden in seiner Karriere genommen. Und er ist raus aus dem Gespräch. Ich würde auch sagen, dass Calvin hier das Ding macht. Ne? Würde ich jetzt auch sagen. Jetzt kommen wir zum nächsten Fight, der auf jeden Fall sehr interessant ist. Sehr interessant. Und das ist Ngannou gegen Rozenstruik. Oh, yes. Jairzinho Rozenstruik. Jetzt muss man sagen, ne, Rozenstruik kommt aus Suriname. Das ist da, wo Tarun Sponge auch herkommt. Absolute Kickbox-Legende. Tyrone Sponge, kennst du doch. Tyrone Sponge? Ja, Tyrone Sponge. Das ist dieser Holländer, King of the Ring. Ich gucke einmal ein Bild von jemandem, ja. Kennst du safe, locker, also musst du kennen. Du kommst aus dem Kickboxen, den musst du kennen. So, auf jeden Fall kommen beide aus dem gleichen Land. Lustiger Funfact. Hat einen flawless Record von 10 zu 0. Ne, komplett zu 0. Und das auch zu Recht, also ist gar kein schlechter Kämpfer. Aber dazu muss man sagen. Hä? Zu Recht? Zu Recht, ist das so, Mann? Ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Der Overeem-Fight, Mann. Das war Overeems Fight. Das, ja, okay, aber du musst sagen, Overeem ist ein Pionier. Also, ne, also wenn du jetzt gegen Overeem verlierst, ist das jetzt keine Schande. Ne? Nein. Jetzt, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du bist jetzt hier gerade MMA-Mathematik anwenden und zwar sagen, guck mal. Overeem hat Rozenstruik eigentlich dominiert und Ngannou hat ihn locker easy ausgenockt mit dem Uppercut. aber ja, ich weiß es nicht. Nein. Also ich würde auch sagen, dass Ngannou das Ding macht, weil Ngannou hat mittlerweile hatte von Anfang an ein stabiles Boxen, ne? Hat ja. Die stärkste Schlagkraft, die es in der UFC tatsächlich gibt oder ich glaube sogar auf der Welt. Hat an seiner Ausdauer sehr stark gearbeitet, ne? Also er ist wirklich jemand, der an sich selber immer weiter kontinuierlich arbeitet, verbessert sich stetig. Und da würde ich mit Ngannou gehen. Ach, die Frage ist, hat er an seiner Ausdauer gearbeitet? Nach dem Stiefelkampf, wo sie so fragwürdig auf die Probe gestellt wurde und noch viel fragwürdiger beim Lewis-Kampf danach, hat er wie auch davor die letzten 4 Fights alle in der ersten Runde beendet. Ja, okay, der Derrick Lewis war eine Katastrophe. Also da habe ich wirklich gedacht, boah, das wird eine Schlacht. Ja, so eine richtige Schlacht, so 2 übertriebene Heavyweights mit richtig Knockout-Power treffen aufeinander, schmeißen einfach nur, also die sind nur in der Käfigmitte und traden einfach nur richtig fette Punches. Und was ist passiert? Genau das Gegenteil. Könnte sein, dass wir Samstag einen zweiten Teil von diesem Trauerspiel bekommen. Ich hoffe nicht. Vor allen Dingen... Ja, aber Ngannou wurde jetzt, ich glaube schon, dass Ngannou heiß ist, weil es ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, dass der Kampf verschoben worden ist jetzt, ne? Letzten Monat einmal und davor, glaube ich, auch schon einmal. Und Ngannou hatte gesagt, dass es sehr, sehr schwer für ihn war, ihn zu motivieren fürs Camp weiterhin. Das hat er in einem Interview gesagt. Was auch noch da reinspricht, an dieser Stelle muss ich auch einmal kurz aussprechen. Habe ich vorhin einen Newsartikel gelesen. Und zwar auf der Seite der MMA Club auf Instagram. Das ist die Nummer 1 MMA-Page aus Deutschland mit den neuesten MMA-News, Motivation,
Einlagen und die wollen uns selbstverständlich auch dabei unterstützen, bei unserem Ziel, die MMA-Community an sich wachsen zu lassen. Schaut mal vorbei, Top News, jedes Mal brandaktuell, wenn ihr MMA-Fans seid und deutsches MMA supporten wollt, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Link tun wir auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Von denen habe ich gerade eben, bevor wir den Podcast gestartet haben, nämlich auch noch eine Neuigkeit bekommen. Und zwar, dass Dana White bekannt gegeben hat, dass er Stipe Miocic vielleicht den Schwergewichtstitel aberkennen möchte, weil dieser sich momentan zu den Corona-Zeiten lieber seiner zweiten Leidenschaft als Feuerwehrmann widmen möchte. Und dass Daniel Cormier, um praktisch anstatt gegen Stipe wieder zu kämpfen, gegen den Gewinner von Ngannou gegen Rozenstruik kämpfen wird. Was natürlich jetzt normal kurz vor dem Event ein großer Motivationsschub für beide Kämpfer darstellen dürfte. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Trotzdem all the way with Ngannou. Ja, Ngannou wird es machen. Rozenstruik, worauf ich anspielen wollte mit der Overeem-Referenz. Overeem hat, seit er sein Team gewechselt hat und er sehr viel taktischer geworden ist, ist ein sehr viel besserer Kämpfer geworden. Und Rozenstruik hat mich absolut nicht überzeugt. Er hat nur auf diese Möglichkeit gewartet, seinen großen Powerpunch dann zu bringen. Ja, ich würde dazu sagen... Bitte? Ich würde dazu sagen, I clearly felt the tap. Ja... Das hat mir nicht gefallen, da kann ich nichts gesagt, da kann ich ihn nicht verteidigen, obwohl ich ihn irgendwie mag. Ich mag ihn auch, also ich meine, es ist ja auch eine Kickbox-Legende, kommt auch aus dem Standkampf, ne? Der war mal 70 Kilo oder sowas, also wenn du die ganz, ganz alten Sachen reinziehst. Ja, der hat mal auf, ich glaube 70 war es oder 75 gekämpft, ne? Der war ein richtiger Stock. Und dann kommt das Beste jetzt, dann wurde er mal gefragt, ja, hier, ne, also mittlerweile siehst du ja nicht mehr so muskulös aus wie damals, woran lag das denn? Und dann hat der geantwortet, ja, wir in Holland, ne, wir essen halt sehr viel Pferdefleisch, ja, und deswegen sind wir sehr, sehr stark und muskulös. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ne? Also kann auch sein, dass ich mal ein bisschen vertue. Ich habe gehört, das soll stimmen. Mein alter Mitbewohner, ein Afghaner, hat mir erzählt, dass die Mongolen damals so gefürchtet und so gefährlich waren, weil die immer nur alles von ihrem Pferd gegessen haben. Die hatten praktisch alles dabei. Die haben Pferdemilch getrunken, alles mit Pferdemilch gekocht. Wenn eins tot war, haben sie das Pferd gegessen. Dass das deren Geheimnis war. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht unterschreiben. Aber der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich, Kevin. Pferdefleisch, das sollten wir vielleicht auch Francis Ngannou und Senior Rozenstruik empfehlen, bevor sie Samstag aufeinandertreffen. Aber zur Prediction, Ngannou, First Round Knockout. Rozenstruik ist mehr ein Konterboxer, hatte ich das Gefühl. Er zeigt zu wenig in der Offensive vielleicht, weil er seine Ausdauer einteilen möchte. Ich glaube, es war auch sein erster 5-Runden-Kampf gegen Overeem. Ja, davor hat er nur zweimal mehr als die erste Runde gesehen. Und ich glaube, Francis Ngannou macht zu viel Druck. Francis Ngannou macht zu viel Druck und das ist ein gruseliger Motherfucker. Das stimmt. Also, ja, also, wie du schon sagst, ich gehe da mit Ngannou. Ja. Boah, Mann. Gegen den würde ich echt nicht fighten wollen. Scheiße. Nee, ich auch nicht, Alter. Aber das Ding ist, du musst mal so sehen. Wir sind beide in seiner Gewichtsklasse. Ne, wir sind beide in seiner Gewichtsklasse. Ich habe mich gerade entschieden. Ich verziehe mich zurück ins Halbschwergewicht. Ja, okay, dann warten aber auch immer noch so Leute wie Cormier oder John Jones auf dich. Okay, Cormier, pass auf. Okay, nein. Bevor ich jetzt falsche Maßstäbe setze, lass uns weitergehen zum Co-Main-Event, auf das genau. Ich sehr gespannt bin. Cejudo gegen Cruz. Und jetzt muss man hier sagen, einen großen Vorteil, den Henry auf jeden Fall hat, ja, der ist, er hat seit seinem Titelfight jetzt mit Demetrius Johnson kontinuierlich gekämpft. Er hatte keine großen Pausen oder nennenswerten Pausen dazwischen, wenn ich mir jetzt richtig entsinne, und hat immer weiter gekämpft. Und hat sogar gegen einen gestofften Dillashaw gewonnen.
Ah, ich denke, dass das Stoffen von Dillashaw eher zu seinem Nachteil geführt hat, dass er sich so das ganze Wasser entzogen hat, sich so dehydriert hat. Dieser unglaubliche Weightcut, er sah nicht gesund aus. Weder bei der. Er sah gar nicht gesund aus. Ich bin absoluter Dillashaw-Fan. Ne? Ich mag seinen Kampfstil. Aber da, Alter, das war ja. Ja, I don't know. Trotz alledem, ne, ich feiere Cruz. Ich mag seinen Kampfstil nicht. Der ist mir ein bisschen zu. Weiß nicht, zu komisch, würde ich sagen. Also, der ist komplett. Unpredictable, ne? Was eigentlich für ihn zum Vorteil ist. Ich meine, der Typ tanzt eigentlich nur im Octagon und gewinnt so. Ja. Trotz alledem, er hat jetzt 6 Jahre, glaube ich, nicht gekämpft. 6 oder 5 Jahre. Ich bin da auf Henrys Seite. Obwohl man muss sagen, Cruz ist deutlich größer als Cejudo, ne? 4 Jahre, ja. Deutlich größer, definitiv. Henry Cejudo ist ein Zwerg, aber... Schau dir mal bitte Folgendes an. Ich schicke dir jetzt einmal einen Link von Henry Cejudos Twitter-Seite, von seiner Transformation, die er während der Corona-Quarantäne durchgemacht hat. Und bitte sag mir, dass das nicht krass ist. Fuck, ist der jacked. Das ist schon... Boah. Das ist krass. Gefährlich aus. Natürlich sehen kleine Männer immer schnell krass aus, weil die nicht so viel Muskeln aufbauen müssen. Und Cejudo ist wirklich das Paradebeispiel eines kleinen Mannes. Aber nichtsdestotrotz, mir gefällt auch sein Kampfstil nicht so gut. Er ist ein sehr guter Ringer, keine Frage, das betont er ja oft genug. Er könnte vergessen sein, eine Goldmedaille bei Olympia. Aber sein Stand-up auch gegen Mara Morales in der ersten Runde, absolut scheiße. Kann man nicht anders sagen. Aber er hat sehr gut das Adjustment gemacht. Er hat genau. Sehr das stimmt, aber ich muss dazu sagen, hätte Morales da mehr Luft gehabt, denke ich, hätte er den Kampf gewonnen. Vermutlich. Cejudo schubst zu viel. Achte mal drauf. Immer wieder geht es seinen Gegner und schubst ihn weg, auch bei Dillashaw. Bei Dillashaw hat es hervorragend funktioniert. Aber nur weil Dillashaw mit dieser Gewichtsklasse nicht klargekommen ist, behaupte ich. Henry Cejudo schubst seine Gegner weg und schlägt dann wirklich auf. Das sieht nicht professionell aus, das sieht nicht technisch aus. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber gegen einen Dominic Cruz, mit der Fußarbeit von Dominic Cruz. Ich habe jetzt neulich wieder ein Video von ihm gesehen, wie er trainiert hat. Wow. Und seine Kopfbewegung. Ich sehe im Striking Henry Cejudo nicht gewinnen. Nicht gegen Dominic Cruz. Auch nicht nach 4 Jahren Pause. Das Ding ist, guck mal, ich bin ehrlich. Das Ding ist so. Ich habe Cejudo so oft unterschätzt, ja, und habe so oft gesagt, der Typ wird jetzt verlieren. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er gegen Johnson gewinnt. Ey, ich habe den Typen so oft abgeschrieben und dann hat er es doch irgendwie noch gemacht. Ne? Also ich muss da wirklich tatsächlich sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn Cruz gewinnt. Cruz, keine Frage, aber ich gehe da mit Cejudo. Cejudo. Guck mal, das Ding ist, du kannst sagen, was du willst, aber 4 Jahre nicht im Cage zu sein und aktiv zu kämpfen, das nimmt einen schon mit. 4 Jahre ist nicht mal eben so, das ist schon eine krasse Zeit. 3 Jahre zwischen dem Demetrius-Fight und Takeya Mitsugaki. Okay, fuck off, wer auch immer. Das ist, wenn man den Namen nicht hat. Aber egal, auch danach 2 Jahre wieder Pause, bevor gegen TJ Dillashaw eine unglaubliche Performance in einem unglaublichen Kampf abgeliefert hat. Dominic Cruz sagt, für ihn existiert Ring Rust nicht. Und ich glaube, das ist individuell für die einzelnen Personen. Manche Leute nach 3 Jahren Pause, die können nicht mehr kämpfen. Ich sage, es ist die Mehrzahl. Oder sie tragen einen Schaden davon, von diesem langen Layoff. Aber Dominic Cruz ist so intelligent, er hat so einen hohen Fighter-IQ, er versteht das Game besser als 99% der anderen Kämpfer innerhalb und außerhalb der UFC. Und ich glaube, dass er den Gameplan hat, um Henry Cejudo zu besiegen, den ich persönlich, ich glaube, das zweite Mal, dass ich in meinem Leben überhaupt getippt habe, auf Henry Cejudo getippt, in seinem ersten Kampf gegen Demetrius Johnson, nur weil er genauso heißt wie ich. Und in der ersten Runde direkt ausgenockt und seitdem mag ich den eigentlich nicht. Weil mich das damals schwer getroffen hat, weil damals waren 10 Euro für mich viel Geld, die der Wichser mir verspielt hat. Aber keine Frage, er ist ein starker Kämpfer. Und hat spätestens mit dem Mara Morales Fight bewiesen, dass er auch zu Recht
den Gürtel trägt. Die Gürtel trägt. Aber ich bleib bei Cruz. Vielleicht aus Sympathie, ich weiß es nicht, vermutlich. Kann, er ist auch ein sympathischer Typ, ne? Auch als Kommentator und sowas. Ich finde ein bisschen langweilig. Ne? Er ist sehr, sehr. Er hat keine Höhen und Tiefen so in seinem Commentary. Er redet durchgehend so gelangweilt, weißt du? Mhm. Aber an sich ist er, ja, ne, der macht keine Scheiße irgendwie außerhalb Alkohol am Steuer oder ja, schwangere Frauen anfahren, wegfahren. Hast du das Bild gesehen, was ich neulich auch geteilt habe auf Instagram, wo John Jones, wo ihm irgendjemand schreibt, knie vor der Natur nieder und er schreibt, ich knie nur vor Gott. Und dann hat irgendeiner kommentiert das Zitat von dem Polizisten, der ihn verhaftet hat. Get down on your knees and put your hands on your head. Scheiße, Mann. Der hat John Jones komplett durchgenommen. Cool, ne? Was zu sagen. Ja gut, du sagst Cruz aus Sympathie. Ich sag Cerrudo. Ja, wir bleiben dabei. Okay. Jetzt kommen wir zum Main Event. Zum richtig dicken Ding. Zum Fight, wo ich eigentlich jemand anderen lieber gesehen hätte. Ja. Aber kann es sich ändern? Es ist halt jetzt gerade so, und zwar ist es einmal Tony Ferguson gegen Justin Gaethje. Ich hätte ehrlich gesagt, Gaethje ist ein hervorragender Ersatz. Ne? Da kannst du sagen, was du willst. Wenn der Typ kämpft, dann weißt du, da ist ein Fight. Da ist ein richtig Hammer-Fight. Ne? Oh boy. Ich hätte lieber natürlich Khabib gesehen, ja, weil dann wäre das dieses Mirakel so nach dem Motto, yo, wer ist der Beste jetzt der Welt im Leichtgewicht, wäre dann geklärt gewesen. Aber Justin Gaethje auf jeden Fall ein nennenswerter Ersatz. Leider muss ich aber auch vorab sagen, ich sehe hier nicht wirklich viel Land für Gaethje, weil ich finde, Gaethje ist das ist das schlechteste Matchup für ihn, was hätte passieren können. Weil Gaethje ist einer, der wird viel angenockt, wird aber auch warm, wenn er angenockt wird. Und das gleiche ist bei Tony Ferguson so. Bei Tony Ferguson so ist es halt so, dass der Typ ist noch ein bisschen verrückter im Kopf. Der ist so dieser typische 0815 Psychopath von nebenan. Weißt du, so, Digga, wenn du hast einen Hund und der Hund kackt auf seine Wiese, der kackt nachts auf deine Wiese, weil dein Hund dahin gekackt hat. Weißt du, was ich meine? So ein Psychopath ist das. Und deswegen, ich bin da auf Fergusons Seite. Bin ich ganz ehrlich. Ich sag vierte Runde K.O. Oder Submission. El Kukui. Oh Mann. Ich will beide nicht verlieren sehen. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Justin Gaethje ist so ein sympathischer Mensch. Sozialarbeiter. Und wenn du hörst, wie er im Octagon spricht, ist so relatable. Er ist so. Er freut sich richtig über seine Siege wie ein. Genau, er ist einfach ein normaler Mensch, der. Alle sind normale Menschen, aber er ist einfach ein normaler Typ, der irgendwie in der UFC gelandet ist. Er hatte nicht geplant, Kämpfer zu werden. Es ist zufällig mehr oder minder für ihn passiert. Es hat sich so entwickelt. Er kann gut kämpfen. Er wusste das nicht. Er hat nicht wie viele andere von Anfang an eine Leidenschaft gehabt. Ich würde beide gerne gegen Khabib kämpfen sehen. Ich würde beide gerne gegen Khabib gewinnen sehen. Keine Frage. Tony Ferguson wird es machen. Justin Gaethje ist der Typ, dem ich tatsächlich mehr Chancen sogar zurechne, als Khabib Tony zu besiegen, weil er so verdammt hart zuschlägt. Weil er so verdammt hart zuschlägt und Tony sich halt auch gerne mal anklingen lässt. Beide haben nicht die höchste Defense. Lass uns mal. Ja. Justin Gaethje hat einfach durchschnittlich, also er kassiert durchschnittlich pro Minute 10 Schläge. Also Wirkungstreffer. 10 Wirkungstreffer. Ja, Tony hat in der Zeit 3,5, aber 10. 10 Wirkungstreffer pro Minute. Alter, was zur Hölle. Aber er haut auch gleichzeitig pro Minute 8,5 Wirkungstreffer raus. Gleichzeitig, ne? 10 Treffer pro Minute im Schnitt ist schon krass. Vor allem, wenn du bedenkst, dass Tony Ferguson nicht der Typ ist, der dich mit einem Schlag ausnockt. Du hast bestimmt mal die letzten 10 Gegner von Ferguson gesehen, wie die aussahen nach den Fights.
ja, fast nicht wiederzuerkennen. Und bei so einer hohen Trefferrate gegen Justin Gaethje, wenn der so viele Treffer zukommen, zulässt, dann geht das nicht in die vierte Runde. No way. Justin Gaethje wird nicht wrestlen. Sein Wrestling ist unterschätzt, aber er wird es nicht tun. Wäre nee. Dumm, gegen Ferguson zu wrestlen. Und beide Männer wollen Feuerkampf im Stand. Beide Männer, ab dem Ringgong werden wir eine Schlacht sehen. Und darauf freue ich mich. Aber Tony Ferguson ist zäher, er hält in meinen Augen mehr aus. Er hat die bessere Ausdauer, die bessere Condition, ist mehr abgehärtet und er wird Justin Gaethje letzten Endes mauern. Er wird ihn brechen wie seinen letzten Gegner, denke ich. Justin Gaethje ist niemand, der sich brechen lässt, zumindest nicht einfach, aber er wird viel einstecken. Ich glaube, das wird kein guter Tag für Justins Gesundheit. Nein. Denke ich auch nicht. Auch wenn er der Highlight heißt, aber ich sehe da einfach, Tony ist einfach überragend. Ja, also kannst du wirklich sagen, was du willst. Der ist wirklich überragend. Ich warte halt echt auf diesen, und ich freue mich auch darauf, falls es sein sollte und Tony Ferguson sagt zum Kampf im Juni oder Juli ja zu Khabib. Ich meine, das wäre schon übertrieben krass. Ne? Das ist dann 1-2 Monate bis zum nächsten Kampf gegen ein Monster wie Khabib. Ja. Das wäre übertrieben krass. Hä? Wenn einer dann Tony, auf jeden Fall. Ich meine, Justin Gaethje hat ja noch letztens im Interview gesagt, dass er so kurzfristig keinen Kampf gegen Khabib angenommen hätte. Und da finde ich schon der erste Fehler, weil er unterschätzt Tony extrem anscheinend, finde ich. Ja, wenn du so einen Satz droppst, wo du sagst, yo, gegen Khabib hätte ich auf gar keinen Fall angenommen, aber gegen Tony geht schon so. Da ist der Moment, wo ich mir denke, Bruder, weißt du, mit wem du gerade ins Octagon steigst? So, weißt du das? Justin Gaethje wurde nicht angerufen, bevor der Kampf zwischen ihm und Tony Ferguson bekannt gegeben wurde. Auch nicht schlecht. Wie das denn? Er hat gesagt, dass er nicht angerufen wurde, dass ihm nicht Bescheid gesagt wurde. Ich meine, letzten Endes nimmt er den Kampf. Letzten Endes scheint er kein Problem damit gehabt zu haben, aber er hatte auch nicht die Möglichkeit, wenn das alles so richtig ist, das sich durch den Kopf gehen zu lassen. Deswegen weiß ich nicht, ob er Tony Ferguson so unterschätzt, aber ich denke auch, dass er mehr... Na, ich will nicht das Wort Angst sagen, das Wort Angst benutzen, aber ja, dass er Khabib ein wenig mehr respektiert, denke ich auch. Aber wir sollten ihn auch sowieso nicht ganz abschreiben. Der Mann kann verdammt hart zuschlagen, der Mann hält einiges aus. Und er geht nach vorne. Und er geht nach vorne und er ist relentless. Also es wird ein hochinteressanter, hochspannender Kampf und ein hochspannender Abend an sich. Und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, dass das endlich Samstag wird. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann, das ist so ein Ding, ne, jetzt auch mit der ganzen Corona-Krise, der ganzen Zeit, wo man jetzt nichts machen konnte oder gucken konnte. Ich meine, auf The Zone, ja, ist ein geiler Anbieter, aber du kannst, es fehlt einfach dieses Gefühl, ja, nachts um 3 Uhr den Wecker zu hören, weißt du, und nicht abgefuckt zu sein, sondern so, du hast dieses Lächeln im Gesicht, weil du weißt, ey, jetzt gucke ich das, was ich liebe, weißt du, so, ne, ja, und das fehlt irgendwo, weißt du, dieses Gefühl, Samstag so, von Samstag auf Sonntag nach so, dieses Ding, und du wirst wach und schaltest Fernsehen ein, gehst auf The Zone und guckst es dann so an, weißt du, es fehlt so ein bisschen, ja. Da bin ich schon glücklich drüber, dass Dana White es tatsächlich jetzt zustande bekommen hat. Ist schon krass. Sport in den USA, nicht? Ja, in Russland gab's, das habe ich gesehen, ich dachte mir so, geil, MMA, ne, war so ein Livestream auf YouTube, so geil, MMA läuft live gerade, ein Live-Event, ne. Das war aber eine Anfängerveranstaltung. War jetzt nicht schlecht, muss ich sagen, dazu. Also war total, für eine Anfängerveranstaltung war total genial, ne? War irgendwie so, hatte so ein Fight Club 4, weil ich meine, das Ding hatte einfach so 2 Etagen, wo die gekämpft haben, ne? Das waren so 2 Etagen und in der Mitte war so der Octagon. So richtig underground-mäßig, total genial eigentlich. Waren halt keine Zuschauer, ne? Also war ohne Zuschauer. Aber ich muss dazu sagen, viele finden es kacke, dass UFC zurzeit ohne Zuschauer ist. Aber mir gibt es so ein bisschen das Gefühl, ich habe gerne die Kämpfe von damals, von Pride geguckt, ne? Und das liegt daran, dass Pride hatte damals mal so ein Mikrofon fast über den Ring hängen, so fast richtig niedrig, ne? Dass du die Schläge richtig gehört hast, weißt du, dieses Pam, ne?
Und das fand ich immer so richtig genial am Pride. Das hat mir so, das hat so dieses gewisse Etwas, weißt du so. Das hat mir gefehlt bei UFC. Mir macht es momentan extrem mehr Spaß, über UFC zu schauen, wegen diesen Geräuschen einfach, weißt du. Dieses, das bringt so dieses gewisse Feeling nochmal extrem rüber, weißt du. Es ist auch interessant, die Trainerrufe zwischendurch zu hören, was die ihren Kämpfern erraten, was sie für Adjustments nehmen. Ja. Was sie für Veränderungen in ihrem Kampfstil vornehmen sollen. Ah, da stehe ich drauf, ja, du hast recht. Ich meine, man hört es hin und wieder, wenn wir von dieser Kampfkarte sprechen, Nico Price, sein letzter K.O., der Abkick gegen James Vick. Also, den Klatsch hat man durchs ganze Stadion gehört. Ja, okay, ja klar. Aber du weißt, was ich meine, zum Beispiel damals, es war ja so, zu Pride-Zeiten, ne, war es ja so, dass die Zuschauer da waren, die haben die Kämpfer so respektiert, dass die tatsächlich über den meisten Kämpfen sehr ruhig waren. Ja, da war nicht wie in Amerika oder hier auch in Deutschland oder egal wo auf der Welt, so dieses Rumgeschreie, weißt du. Die waren wirklich ruhig und haben respektiert, so, waren ruhig und haben zugeschaut. Und das war einfach dieses gewisse Etwas, weißt du, dieses, was heutzutage so ein bisschen fehlt. Und ich finde, man könnte das auch noch diese Option hinzufügen, weil ich meine, wir leben in 2020. Mittlerweile haben wir Mikrofone, die einzelne Tonsachen aufnehmen. Ich denke, es wäre nicht so schwer, ein Mikrofon zu finden, was wirklich solche Schläge recordet und dann auch überträgt gleichzeitig, weißt du? Aber ich denke, das wird nicht passieren, leider. Ja, klar. Ich glaube, dass die das bewusst nicht machen, weil das Dana White versucht, immer mehr und mehr MMA als Sport und nicht als so eine Freakshow darzustellen. Deswegen auch die einheitlichen Uniformen von Reebok. Und dieses laute Klatschen der Mikrofon, das alle Schläge so überdramatisch darstellen würde, das würde zu sehr an die WWE erinnern, denke ich, für Dana White, der ja öfters mal die Parallelen zieht. Aber als Fan finde ich es auch gut. Als Fan, ich mag das auch, also gut, dass die Fans damals die Fighter mehr respektiert haben. Klasse Sache, definitiv. Mehr Respekt im Kampfsport ist immer eine tolle Sache. Aber die Atmosphäre ist doch geil. Das ist doch geil in so einem Stadion. Die Leute sind aus dem Häuschen, die freuen sich, die sind hyped. Was ich nicht mag, ist, wenn die Kämpfer nichts tun, dass die Leute dann diese, ich weiß nicht, was das Wort dafür ist, diese komischen Vogelgeräusche machen. Weißt du, was ich meine? Dich Vogelgeräusch, Alter. Ich weiß nicht. Die machen. Ich weiß nicht, wie man genial. Vogelgeräusche. Nice. Vogelgeräusche im Publikum. Nein, okay. Vergessen wir es. Mir ist nämlich gerade noch etwas eingefallen, bevor wir hier den Podcast beenden. Bevor wir am Ende angekommen sind. Noch ganz kurz, als du von Amateurveranstaltungen gesprochen hast. Oh mein Gott, hast du es mitbekommen? Vor kurzem, Eddie Hall und Haftor Björnsson? Nee. Dir sagt Haftor Björnsson was? The Mountain von Game of Thrones? Ja, ja, klar. Nee, Eddie Hall ist auch The Mountain. Nee, das ist Strongman. Eddie Hall war das Strongman oder The Mountain? Nee, oder? Beide sind Strongman. Eddie Hall war 2017, glaube ich, hat den Contest gewonnen, World Strongest Man, hat Haftor Björnsson da besiegt. Haftor Björnsson war in der ersten Staffel von Game of Thrones nicht, The Mountain, der wurde es aber später und ist damit auch bis heute hin assoziiert. Also wenn man The Mountain sucht, findet man Haftor. Und der hat darauf die zwei folgenden Jahre 18 und 19 den Titel des stärksten Mannes der Welt an sich geholt, konnte Eddie aber nicht besiegen damals, welcher den Rekord auch im Kreuzheben aufgestellt hat, den Haftor jetzt vor ein paar Tagen gebrochen hat. 501 Kilo. 501 Kilo hat er hochgehoben. Das ist eine Tonne, der ja ist zum Fick. Jetzt erzähl mir, dass mir irgendjemand sagen will, dass wurde mit Conor gespart hat, dass Conor den besiegen würde in einem Fight. Fuck off, Mann. Der würde Conor halt einen Arm rausreißen können. Also, stimmt jetzt. Oh, geil. Nein. Haftor hat den Rekord gebrochen von Eddie Hall und hat ihn danach zu einem Boxkampf herausgefordert. Nächstes Jahr im September kämpfen die zwei stärksten Männer der Welt in einem Boxing-Match gegeneinander. Im September? Angesetzt für September ist es ein bisschen böses Blut zwischen beiden, wahrscheinlich mehr für Show. Beiden wurde ein siebenstelliger Betrag angeboten. Siebenstellig. Die beiden sind sich ein bisschen schon seit Januar hin und her von wegen, ja, in einem Boxkampf würde ich dich besiegen. Und ich habe mir das auch mal angeguckt.
Eddie Hall boxt schon einige Jahre. Er ist ein langsamer Kämpfer. Aber Bjornsson, der hat, was ich bei seinem Sparring-Match gesehen habe, der hat noch nie im Ring gestanden. Er weiß nicht, was er macht. Deswegen will er auch erst nächstes Jahr im September kämpfen, damit er jetzt ein bisschen Zeit hat, nach dem letzten großen Wettbewerb in Form zu kommen und Boxen zu trainieren. Ich sag mal so, also im Grunde genommen muss man immer als erstes ein Sprichwort verwenden, und zwar ist, sagt man ja, schlechte Promo ist auch Promo, immerhin Promo, ne? Ich finde allgemein, dass solche Matches, wo Leute nicht wirklich viel Ahnung haben vom Boxen oder nicht, ich würde jetzt nicht sagen, mehrere Jahre Boxen trainieren oder Boxen allgemein nicht kämpfen sollten, aber zum Beispiel, ne, Beispiel KSI Logan Paul. Also ich kann mir die Scheiße nicht reinziehen. Ich bin dir ganz ehrlich, ich kann mir... Logan Paul muss man sagen, dafür, dass er absolut keine Ahnung vom Boxen hat, war das eigentlich gar nicht mal so schlecht für einen Amateur. Aber nein, Mann. KSI, also das war, das ist für mich kein Boxen. Das gleiche war mit KSI versus, wie hieß er nochmal, der andere da? Irgendwas mit Joey oder sowas. Ja, das war doch aber voll der Kecke, oder? Ja, also, ne, ich weiß nicht. Also ich kann Leuten nichts abgewinnen, die Boxen irgendwie machen fürs Fernsehen oder so, weißt du? Weil ich finde... Du kannst Fußball, kannst du spielen gehen, du kannst Handball spielen, du kannst alles spielen, aber so Kampfsport, das kannst du nicht spielen, weißt du? So Kampfsport, das kannst du nicht spielen. Ich schick dir einmal kurz einen kleinen Clip von Eddie Hall an dem Pratzen. Der hat schon länger geboxt. Und der hatte auch schon mal einen Kampf, das war bei einem Charity Bout. Und da siehst du, er ist kein guter Boxer, aber verdammte Scheiße, der wird bedrängt mit Schlägen und er macht nur seine Arme von sich weg, um den Gegner von sich zu halten und schleudert den durch den Ring. Ey, also Kraft haben die beide. Und jetzt schau mal das Video, was ich dir geschickt habe. Ja, lädt gerade nicht mehr. Vor allem ab Sekunde 20 ungefähr, da fängt er an, seine linken Haken rauszuhauen. Und Janie Mac, was sind das für Dinger? Damit kannst du, ach du Shit, damit kannst du einen Gorilla ausnocken. Ja, klar, aber da ist mit. Guck mal, das ist ein Ding, ne? Man sagt ja, desto mehr du wiegst, beziehungsweise desto mehr Muskelmasse du mit dir rumträgst, desto schwieriger wird es für die Ausdauer. Das heißt, wenn man diese beiden jetzt für einen 3-Runden-Kampf ansetzen würde, ja? Zweieinhalb Minuten, dann hättest du ungefähr 50 Sekunden Spannung. Der Rest wird absolute langweilige Scheiße, weil beide nur noch vor sich stehen würden und schwer atmen würden, ne? Das ist das, was ich meine, die sind keine Kampfsportler, weißt du, wenn du jetzt einen Anthony Joshua, wenn du den anguckst, der Typ, ne, ist, keine Ahnung, was ist der, 1,95 oder sowas, pure Muskelmasse, aber der Typ lebt dafür, er macht das so, weißt du, er ist Kampfsport, ne? Und die beiden sind halt so mehr, würde ich sagen, Fitnessbereich, so Strongman, Lifting und sowas. Und da gehst du halt nicht wirklich auf die Kondition. Ja. Und jetzt in dieser Quizklasse. Eddie Hall war Schwimmer früher auf fast olympischem Level. Früher. Aber nicht mit so einer Gewichtsmasse. Sicher nicht mit so einer Gewichtsmasse. Ja. Aber er hat jetzt stark abgenommen. Er wiegt nur noch 164 Kilo aktuell auf 1,90 Meter. Bjornsson ist auf 2,05 Meter auf 205 Kilo. Deshalb ich eher glaube, dass er die größeren Ausdauerprobleme haben wird, und Eddie Hall kann bestimmt Nutzen von seinem Muskelgedächtnis, was natürlich immer irgendwo gespeichert ist, davon haben, von den früheren Kraftausdauerübungen. Und er hat schon seit 2019 ist er am Boxen trainieren. Das heißt, er ist schon länger drin. Er hat sich schon ein bisschen mehr in diesem Modus, seinen Körper ein bisschen mehr auf vom schweren Gewichtheben auf Kraftausdauer umgestellt. Also ich sehe jetzt hier gerade ein Video von 2014 von Haftor Bjornsson. Da hat er, ich weiß nicht, was das da darstellen soll, ob das Sparring ist oder ein richtiger Underground-Kampf, ne? Es ist, glaube ich, ein Sparring-Match. Ja, also ich weiß nicht, ne? Also ich sehe da... Ich sehe nicht viel Land, wenn er einen Gegner bekommt, also jetzt, Eddie Hall ist kein erfahrener Kämpfer, aber ich würde jetzt nicht viel Land sehen, wenn er jetzt einen Gegner bekommen würde, der minimale Erfahrung hat, ne? Ich meine, der Typ, ja, der haut den Rechten, die Rechte raus, merkt, okay, ich habe da gerade nebengehauen
und setzt einen Ellbogen nach im Boxen, Junge. Was zum Fick? So, Digga, was zum Fick? Ja, weißt du? Die ganze Rocky Balboa-Technik, dass er so mit der Führhand so den Kopf vom Gegner festhält und dann mit rechts bam, versucht da reinzuhauen. Ja. Ich denke, das ist so keine Frage, wir sind uns einig. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, da muss niemand sich drüber streiten, dass das kein spannender Profikampf mit technischen Meisterleistungen sein wird. Aber jetzt stell dir mal vor, bei dir da in deiner Stadt, wo du wohnst, wo wir beide wohnen, gibt es so eine nice Fight Night. Und die Maincard ist nicht irgendwie ein B-Klasse oder A-Klasse-Kampf, der natürlich schön anzusehen wäre. Sondern die zwei stärksten Männer der Stadt kämpfen gegeneinander. Digga, jetzt mal ehrlich, würdest du dir keine Karte kaufen? Wäre schon geil irgendwie. Doch schon, würde ich. Junge, die ziehen LKWs. Du siehst, wie die ein paar LKWs ziehen und wie die so Baumstämme und schwere Bierfässer, die werfen halt einfach immer so schwere Sachen durch die Gegend. Junge, und dann kämpfen die gegeneinander so. Ich würde mir das angucken, ich würde dafür Geld bezahlen. Würde ich tatsächlich auch, aber ich würde tatsächlich mehr Geld dafür bezahlen, wenn ich einmal live sehen könnte oder nochmal sehen könnte, wie Deontay Wilder Charlie Zelenov weghaut. Da würde ich viel mehr Geld für bezahlen. Also da bin ich dir ehrlich. Ja. Das war einer der schönsten K-Momente, die ich gesehen habe, Alter. Ich will Haftor Bjornsson gegen Charlie Zelenov sehen. Der hat auf jeden Fall mehr Boxerfahrung, aber Haftor ist stärker. Das ist der Kampf. Bring it on! Das ist der Kampf, genau. Das ist jetzt für nächstes Jahr nach September, also immer im Dezember, Charlie Zelenov versus Haftor Bjornsson. Bitte, ich schalte ein und ich hoffe ihr auch. Genauso wie bei der nächsten Folge, die wir hochladen, nach UFC 249, wo wir eine kleine Recap über die Kämpfe geben und auch direkt über das nächste Event am folgenden Mittwoch sprechen. Bevor ich dir das Schlusswort gebe, Kevin, würde ich noch ein letztes Mal auf die Seite der MMA-Club hinweisen, die uns freundlicherweise unterstützt bei unserem Ziel, die MMA-Szene in Deutschland zu verbreiten. Beste News, wann immer ich persönlich etwas wissen möchte, was gerade in der Welt von der MMA abgeht, gehe ich auf diese Seite. Vorher habe ich natürlich auch den großen anderen Seiten gefolgt, auch wie MMA World, die sehr viel Arbeit da reinstecken. Aber ich habe das Gefühl, dass der MMA-Club, weil die halt noch gerade so klein sind, noch unter 1000 Followern, viel mehr Arbeit reinstecken und das noch aus Leidenschaft machen, weil das sind wirklich die News im Minutentakt. Die sind sehr aktuell. Und es ist momentan eine meiner meistbesuchtesten Seiten. Ich hoffe, ihr schaut da mal vorbei. Link, wie gesagt, in der Beschreibung unten. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bin ich jetzt, oder? Also, auf jeden Fall, ja, für alle, die sich das jetzt wirklich komplett reingezogen haben, Dankeschön fürs Anhören. Mich würde es natürlich, oder beziehungsweise uns würde es natürlich freuen, wenn ihr den Kanal ein bisschen teilen würdet mit Freunden, die vielleicht auch Kampfsport-Interessenten sind. Ja, wie gesagt, momentan leider nur auf YouTube, bald auch hoffentlich auf Spotify, so wie allen anderen Plattformen. Kostenfrei natürlich. Ja, Dankeschön an The MMA Club und Shoutout an Mixed Martial Monkeys. Das wäre es eigentlich von meiner Seite aus. Ich danke euch allen nochmal fürs Zuhören und letzte Wort gehört jetzt dann doch wiederum dir. Tja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß bei UFC 249. Unsere Predictions könnt ihr gerne bei Bet365 oder diesen Wichsern von Tipico benutzen, um euch euer Kapital für den nächsten Mittwoch und die dazu kommenden Wetten ein wenig aufzustocken. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir haben schon später als geplant. Und bis zum nächsten Mal.